Ich begrüße euch recht herzlich hier zu unserer Veranstaltung Was ist los in Rojava, hier im Bildungswerk Berlin, der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Micky Hack, ich werde die Moderation machen. Der Referent heute ist Nick Brauns. Wir haben schon ein paar Mal so eine Veranstaltung gemacht, weil in den Medien sozusagen erfährt man zwar schon immer mal bruchstückhaft, was da in der Region, Nordsyrien, überhaupt Syrien, Türkei, was da eigentlich los ist. Aber die Bruchstückhaftigkeit ist oft sehr schwierig zu durchschauen, was da eigentlich für Interessen alle eine Rolle spielen, wie diese wechselnden Kräfteverhältnisse die ganze Zeit sozusagen sich verändern. Und deswegen ist es immer ganz toll, jemanden zu haben wie Nick Brauns, der sich da sehr, sehr gut in dieser Region auskennt, zahlreiche Artikel dazu veröffentlicht hat. Auch letztens im April einen spannenden Artikel in der Soz, wo gerade nochmal diese ganzen Zusammenhänge und Hintergründe berichtet sind oder berichtet werden. Und trotzdem ist schon wieder so viel passiert, hat Nick gerade zu mir gesagt, dass also neue Sachen schon und neue Entwicklungen heute dargestellt werden können. Nick Brauns selbst ist Historiker und auch Doktor der Geschichtswissenschaften, hat viele wichtige Texte dazu geschrieben, hat ein Standardbuch auch zur Entwicklung der PKK geschrieben, hat jetzt gerade ein neues Buch zusammen mit dem Murat Çakya herausgegeben. Da geht es um die gesamte Geschichte der Linken in der Türkei, vom Osmanischen Reich bis heute. Wirklich sehr empfehlenswert, und dann gebe ich dir das Wort, Nick. Ja, danke. Wir machen ja mittlerweile jährlich eigentlich diese Veranstaltung zur Situation in Nordsyrien, in Rojava. Ich kann mir vorstellen, dass vielen so allgemein schon bekannt ist, wofür jetzt Rojava steht. Ich möchte trotzdem noch mal kurz sozusagen zur Genese dieser Region oder des politischen Systems dort ein paar Takte auch sagen, damit wir das dann einordnen können. Aber vielleicht erstmal die Fragestellung, die uns jetzt hier insgesamt beschäftigt. Der Krieg in Syrien ist ja jetzt in seinem achten Jahr. Man hört jetzt immer wieder, naja, jetzt zeichnet sich langsam ein Ende des Krieges ab. Das syrische Regime hat es mit Unterstützung Russlands und Irans geschafft, den größten Teil eigentlich des Staatsgebietes wieder unter eigene Kontrolle zu bringen. Wenn wir uns die Landkarte anschauen, sehen wir, dass allerdings ein Drittel des Landes, was hier gelb markiert ist, da heißt es, das wäre unter Kontrolle der kurdischen Kräfte. Das ist schon mal eine recht ungenaue Aussage, weil dieses Drittel des Landes, der ganze Nordosten, ebenso wie der Rest Syriens natürlich ein multiethnisches, ein multireligiöses Gebiet ist. Es ist aber richtig, dass dort die mehrheitlich von Kurden bewohnten Gebiete sind, aber eben Regionen wie Raqqa, die ehemalige Hauptstadt des Islamischen Staates, oder Deir ez-Zor, das Gebiet, wo auch das ganze Erdöl zu finden ist, das sind Gebiete, da leben eigentlich wenige Kurden, das sind arabische Gebiete. Und drum nennen auch eigentlich die Bewohner in diesem Gebiet ihre Region jetzt gar nicht mehr offiziell Rojava. Das ist ja ein kurdisches Wort, sondern sie sprechen inzwischen von einer autonomen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, um eben alle dort auch einzutreffenden Identitäten, Volksgruppen, Ethnien, Religionsgemeinschaften auch einzubeziehen. Denn das ganz große Problem im Mittleren Osten, das wir eigentlich seit 100 Jahren dort haben, sind ja die künstlichen Grenzziehungen noch aus dem Ersten Weltkrieg und danach durch imperialistische Mächte. Damals das Abkommen von Sykes und Picot im Ersten Weltkrieg, wo eben die Grenzen gezogen wurden, die zum Beispiel auch hier das heutige Syrien noch auszeichnen. Also da haben Großbritannien und Frankreich ihre Interessensphären abgegrenzt, saßen da also sozusagen auch Herr Sykes und Herr Picot vor einer Landkarte, ähnlich wie dieser, und zogen mit dem Lineal diese Striche. Man sieht es auch heute noch. Und was drunter war, bekamen die Briten, was drüber war, die Franzosen sozusagen, und Syrien war ja französisches Gebiet. Da wurde also eigentlich eine multiethnische, eine multireligiöse Region, die offiziell zum Osmanischen Reich gehörte, aufgeteilt, und in diese aufgeteilten Teile wurden dann später auch Nationalstaaten nach europäischem Vorbild geschaffen. Europäisches Vorbild heißt vor allem nach französischem, nach jakobinischem Vorbild, und das heißt also Nationalstaaten, in denen jeweils nur eine nationale Identität betont wurde,
Wiener Türkei, wo es nur noch Türken geben durfte und eben keine Kurden oder Assyrer oder Aramäer oder Lasen oder andere. Oder wie eben in Syrien, das sich ja bis heute eine syrisch-arabische Republik nennt, obwohl eben auch größere Teile der Bevölkerung keine Araber sind. Und das aus dieser Übertragung des europäischen Nationalstaatsmodells einerseits, aus der künstlichen Grenzziehung andererseits und aus einer Teile- und Herrschepolitik, die die Großmächte, aber auch die regionalen Vormächte immer wieder betrieben haben, indem sie verschiedene Volksgruppen gegeneinander hetzten, indem sie Minderheiten förderten, die dann aber wiederum abhängig waren von äußerer Hilfe und sich gegen die Mehrheiten im Land stellten. Waren alles Punkte, die eben viel zu dem Leid, zu dem Blutvergießen beigetragen haben, das wir bis heute im Nahen und Mittleren Osten und gerade auch in Syrien erleben. Und das, was wir eben in Rojava, ich benutze den Ausdruck jetzt mal, auch wenn er wie gesagt ungenau ist, was wir dort beobachten können, ist eigentlich eine Revolution gegen diesen Geist von Sykes-Picot, gegen diesen Geist monistischer Nationalstaaten. Es ist eine Revolution gegen diese Teile- und Herrschepolitik, die einzelne ethnische oder Religionsgemeinschaften privilegiert, um sie gegen andere eben zu hetzen und darauf dann wieder eine Herrschaft zu errichten. Es ist eben der Versuch, auf Augenhöhe miteinander eine neue Gesellschaft aufzubauen, wo eben nicht mehr jetzt nur Arabisch gesprochen wird, oder es wird auch nicht versucht, jetzt einen neuen kurdischen Staat zu schaffen, in dem dann Araber oder christliche Assyrer oder so keinen Platz mehr hätten oder nur an zweiter Stelle stehen, sondern es wird eben hier versucht, ausgehend übrigens von den Ideen des seit 20 Jahren in der Türkei inhaftierten PKK-Vordenkers Abdullah Öcalan, eben eine demokratische Nation zu schaffen. Eine demokratische Nation unter Einbeziehung eben aller Nationalitäten, aller Religionsgruppen. Eine demokratische Nation, aber auch eben unter Einbeziehung, ja, von allen Geschlechtern, von Männern und Frauen, die eben auch hier quotiert in allen Gremien sind. Und das, was dort eben geschaffen wurde, ist ja nicht nur für viele Menschen im Mittleren Osten eigentlich eine Insel der Hoffnung in einem Meer aus Blutvergießen, aus Chaos, aus diktatorischen Regimen, sondern auch für ja, ganze Teile, auch linker, libertärer Aktivistinnen und Aktivisten, auch hier in Deutschland oder Europa, ist das eben eine Entwicklung, die viele auch hier inspiriert hat. Eine ganze Reihe Menschen sind ja auch inzwischen aufgebrochen, um sich selber an diesem Prozess in Nordsyrien, in Rojava zu beteiligen. Einige mit der Waffe in der Hand im Kampf gegen den IS oder die türkischen Invasionstruppen, eine ganze Reihe haben ihr Leben auch dort verloren. Andere aber auch, um zum Beispiel im Rahmen der Kampagne Make Rojava Green Again Bäume zu pflanzen in einer Region, die also über Jahrzehnte eigentlich hier abgeholzt und zur Wüste verwandelt wurde. Oder um dort als Journalistinnen und Journalisten zu arbeiten, als Ärzte. Oder auch sich alles einfach auch nur anzuschauen, Inspiration zu holen, um dann vielleicht auch hier in Deutschland damit mit dem neuen Wissen beizutragen, hier eine basisdemokratische Veränderung anzustoßen. Naja, und all das ist momentan, ja, es ist bedroht, muss man sagen. Die Entwicklung könnte jetzt zu einem Wendepunkt nämlich gelangen. Ich nenne hier drei Faktoren, die diesen Wendedruck ausstehen. Das eine ist die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump Ende letzten Jahres. Er würde jetzt die amerikanischen Truppen dort zurückziehen. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir eigentlich diese Allianz einschätzen können zwischen einer sich selbst als revolutionär verstehenden Bewegung einerseits und der größten imperialistischen Macht andererseits. Naja, aber diese Ankündigung wiederum löste dann sofort die Gegenreaktion des türkischen Präsidenten Erdogan aus, der sagte, na prima, dann marschiere ich dort ein, um hier diesen Terrorkorridor, so nennt er dieses Gebiet, zu zerschlagen. Und dann der dritte Faktor, der jetzt die jetzige Phase bestimmt, ist sicherlich, dass der Kampf gegen den Islamischen Staat weitgehend beendet ist. Er ist noch nicht ganz zu Ende, auch dazu später noch ein paar Takte, aber das Terrorkalifat als eine territoriale Macht ist seit März
Geschichte. Im März, pünktlich übrigens zum kurdischen Newroz-Fest, wurde der Ort Baghouz von den syrisch-demokratischen Kräften befreit und Zehntausende dort verschanzte IS-Anhängerinnen und Anhänger wurden also in Gefangenschaft geführt. Es waren, wenn man so will, die härtesten der Harten, die auch vorher nicht kapituliert hatten. Sehr viele ausländische Dschihadisten darunter, die jetzt erstmal in riesengroßen Gefangenen- und Flüchtlingscamps festgehalten werden und unklar ist, wie es dort eigentlich weitergeht. Aber mit diesem Sieg über den IS steht natürlich erstmal auch der offizielle Zweck, warum die USA da waren, in Frage. Sicher, die USA haben sicherlich andere Hintergedanken noch, sagen sie auch relativ offen, als nur gegen den IS zu kämpfen. Aber mit dem Sieg über den IS gerät auch die Allianz zwischen Kurden und Arabern mindestens auf den Prüfstand. Denn eine ganze Reihe arabischer Stämme hatten sich hier eben dieser gemeinsamen Militärallianz mit den revolutionären kurdischen Organisationen, mit YPG und YPJ, den Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, zusammengeschlossen, vor allem um gegen den IS zu kämpfen. Ohne aber jetzt das ganze gesellschaftspolitische Programm zu teilen. Man muss sagen, in der ganzen Region sind die Araber nicht unbedingt in Parteien organisiert. Die einzige Partei, in der wir früher Araber fanden, das war die Baas-Partei, also sozusagen die herrschende Partei von Assad. Ansonsten sind die Araber, anders als die christlichen Minderheiten, die dort eine ganze Anzahl Parteien gegründet haben, in Stämmen organisiert. Diese Stämme sind, da gehören oft Zehntausende oder manchmal Hunderttausende Menschen zu Stämmen. Die sind oft auch grenzübergreifend. Wir finden auch Stämme, die dann auch im Irak oder bis Saudi-Arabien Angehörige haben. Und diese Stämme sind oft durchaus auch autoritär geführt oder nach außen sehr undurchsichtig. Die Stämme finden wir, die verfolgen, ich sag mal, ihre eigenen Interessen. Es geht ihnen um die Sicherheit ihrer eigenen Stammesmitglieder. Es geht ihnen auch um den Wohlstand dort. Und wir erleben oft, dass eben Stämme in der Region sehr oft wirklich ihre Bündnispartner gewechselt haben. Wir finden Stämme, die waren früher mit Assad zusammen. Dann, als in Syrien eben in den Jahren vor 2011 zunehmend eine Wirtschaftskrise ausbrach, Trockenheit herrschte, Bauern ihr Land nicht mehr bewirtschaften konnten, in die Städte gingen, nach Arbeit riefen, sind die dann aber in Gegnerschaft zum Regime geraten. Wir finden einige dieser Stämme dann in der Frühphase des arabischen Frühlings, dass sie dann plötzlich auf Seiten der Opposition waren. Einige haben sich danach dann radikaleren Gruppen wie Al-Qaida oder später dem IS angeschlossen, sind dann aber teilweise wieder weggeschwenkt, haben dann mit den Kurden zusammen gegen den IS gekämpft und werden jetzt wieder zum Beispiel von Assad umworben. Und da war es immer, die Stämme haben das weniger, die haben gar nicht nach Politik gefragt. Die haben nicht gefragt, seid ihr jetzt für ein Kalifat oder für Öcalans Ideen oder so, sondern entscheidend war halt immer, dass sie materielle Unterstützung bekamen oder wer ihnen Waffen liefern konnte oder wer ihnen erlaubte, einfach in einem gewissen Gebiet über die Dörfer dann dort selbstbestimmt zu herrschen, vielleicht dort auch an den Straßen Kontrollposten zu errichten, um Zolleinnahmen einzunehmen oder geschmuggeltes Öl weiter zu verkaufen. Das waren alles sozusagen oder sind für die Stämme eher die wesentlichen Punkte. Drum, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch oft sagen, es gibt dort in irgendeiner Region sind Regimekräfte zum Beispiel, alles was hier rot gemalt ist, dann dürfen wir uns auch nicht immer so vorstellen, dass das überall disziplinierte syrische Soldaten der syrischen Armee sind, sondern oft sind das eben auch nur Stämme, die gerade verbündet sind mit der syrischen Regierung, aber daneben durchaus noch ihre eigene Agenda haben. Umgekehrt ist es aber so, wenn wir das gelbe Gebiet anschauen, finden wir auch dort eben Stämme, die momentan, ich sag mal, solange auch mit Hilfe der USA oder der Anti-IS-Allianz Gelder, Waffen dort reinfließen, das Bündnis mit den Kurden, das Bündnis auch, kann man sagen, mit der Rätedemokratie dort aufrechterhalten. Aber wenn dort jetzt zum Beispiel nicht mehr so viele Waffen oder Gelder oder so fließen oder sie der Meinung sind, sie würden mit einem Bündniswechsel besser vorankommen, dann kann es sein, dass einige dieser Stämme auch wieder abspringen, dass sie vielleicht einen Deal machen mit Assad, mit dem Regime oder mit russischen und iranischen Truppen, die dort in der Gegend sind, oder tatsächlich auch wieder zu einem Hort der Unzufriedenheit werden, aus dem ein IS 2.0 entstehen kann.
Also das sind alles Sachen, sage ich mal, die auch hier in der Syrien-Berichterstattung sehr oft unterschlagen werden. Da schaut es dann immer so aus, wir haben auf einer Seite, das sind die Assad-Leute, auf der anderen, das sind dann vielleicht die Kurden. Da werden dann auch alle Widersprüche übersehen. Und dann gibt es noch die Rebellen, also das Gebiet, was da oben so blau gekennzeichnet ist. Und so, und es ist eben doch wesentlich vielschichtiger innerhalb und dieser verschiedenen Kräfte, und auch die Allianzen oder so sind eigentlich sehr schnell wechselnd. Man kann sagen, im Syrienkrieg hat jede auf dieser Karte verzeichnete Seite schon auf jede andere geschossen. Und auch innerhalb der einzelnen Farben gibt es durchaus Auseinandersetzungen. Wir erleben zum Beispiel momentan gerade zwischen den russischen und den iranischen Kräften in Syrien eine Konkurrenz. Schon um den Wiederaufbau des Landes geht es da auch und wer wo welchen Einfluss haben darf. Und da haben auch in den letzten Wochen pro-iranische und pro-russische Milizen sich durchaus auch mal beschossen, obwohl sie offiziell natürlich alle auf der Seite der syrischen Regierung stehen und in einem Strang ziehen sollen. Ja, so viel Verwirrendes, vielleicht erstmal auch nur vorweg, um hier Einschätzungen zu treffen. Ja, wie ist die aktuelle Situation, Lage jetzt? Denn da müssen wir auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Wir hatten ja letztes Jahr, als wir die Veranstaltung machten, da ging es ja auch schon viel um Afrin. Und ich denke, das war ein ganz einschneidendes Erlebnis. Afrin, ihr seht es ganz oben, der blaue Fleck, das war ja der kleinste der Selbstverwaltungskantone, der mehrheitlich von Kurden eben bewohnt war. Und der eben auch in keiner Verbindung zu dem restlichen, dem gelben Gebiet stand. Und Anfang letzten Jahres hat die Türkei ja begonnen, Afrin anzugreifen. Die zweitgrößte NATO-Armee griff also hier einen winzigen Fleck Erde an, in dem übrigens im Gegensatz zu fast allen anderen Teilen Syriens bis dahin noch überhaupt kein Krieg geherrscht hatte. Und wochenlang konnten die kurdischen Kräfte tatsächlich diesem Angriff noch widerstehen, weil Afrin relativ gebirgig ist, weil sie sich dort verschanzt hatten, Bunker gebaut hatten, die Region selber am allerbesten auch kennen. Aber wogegen sie hilflos waren, das war die Luftwaffe. Die Türkei setzte allein schon am ersten Tag ihrer Angriffe auf Afrin 75 Kampfflugzeuge ein. Systematisch wurden zivile Ziele angegriffen. Krankenhäuser, Großbäckereien, Wohngebiete, auch archäologische Stätten, also tausende Jahre alte archäologische Stätten wurden zerstört. Der Luftterror zielte eben wirklich auf die Vertreibung der Bevölkerung auch ab. Und dagegen waren die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten letztendlich wehrlos, weil sie keine Luftabwehrwaffen hatten. Sie hatten zwar Panzerabwehr, sie konnten auch einige Panzer zerstören, aber gegen hochfliegende Kampfflugzeuge hatten sie nichts in der Hand. Und deswegen haben dann auch nach rund 2 Monaten Krieg die YPG und YPJ gesagt, wir räumen Afrin, wir evakuieren große Teile der Bevölkerung, die sonst in der Gefahr gewesen wären, abgeschlachtet zu werden, nicht nur von der türkischen Armee, sondern vor allem auch von deren Verbündeten aus dem Umfeld der Al-Qaida oder auch des IS, die hier unter dem Namen syrische Nationalarmee oder Freie Syrische Armee aufgestellt wurden. Dass es überhaupt so weit kam, hat aber etwas damit zu tun, dass die dortige Vormacht über dieses Gebiet, nämlich Russland, grünes Licht gegeben hat. Anders als nämlich in dem ganzen gelben Gebiet hier, gab es kein taktisches Bündnis der Kurden mit den USA in dieser Region, sondern mit Russland. Weil dort eben Russland die Lufthoheit hatte und die Kurden eben auch gesagt haben, wir wollen uns nicht so einseitig binden. Wir wollen uns eigentlich gar nicht abhängig machen von irgendeiner Großmacht, sondern wir probieren unseren dritten Weg zu gehen und dabei die Widersprüche aller anderen um die Vormacht streitenden Mächte auszunutzen. Und deswegen haben sie immer wieder verschiedene Bündnisse eben gemacht. Klar, in dem ganzen größeren Gebiet dort im Kampf gegen den IS mit den USA. Eine taktische Allianz, wie immer wieder betont wurde. Da ging es nicht darum, um gemeinsame gesellschaftspolitische Vorstellungen, die kann es nicht geben, zwischen einer imperialistischen Supermacht und einer sozialrevolutionären, feministischen Miliz, sondern es ging hier für die Kurden zumindest darum, den IS zu schlagen, und dafür brauchte man eben auch die US-Luftunterstützung. Der IS hatte ja modernste Waffen, die er vorher im Irak erbeutet hat. Aber eben in Afrin war der Bündnispartner Russland. Und Russland hat dort seine kurdischen Verbündeten fallen lassen.
geopfert. Russland hatte vor dem Angriff auf Afrin gesagt, wir ziehen jetzt unsere Militärbeobachter dort zurück. Das war grünes Licht für die Türkei, dass sie vorrücken konnte. Warum machte Russland das? Ja, ich meine, man muss sagen, Russland muss jetzt nicht unbedingt der Freund der Kurden sein, aber es ist ja immerhin auch ein Teil Syriens und Russland ist offiziell ja hier, um das syrische Staatsgebiet auch mitzusichern. Ja, Russland hat aber weitergehende strategische Interessen noch und die betreffen die Schwächung der NATO. Es ging eben auch darum, einen Keil in die NATO zu treiben. Es ging darum, die Widersprüche zwischen der Türkei und den USA zuzuspitzen. Widersprüche, die sich hier vor allem eben an der Frage der Unterstützung oder Nichtunterstützung der kurdischen Milizen in Syrien spiegeln. Das war das eine. Und das andere war, dass Russland eben auch hier probierte oder es machte, also verschiedene Deals mit der Türkei zu vereinbaren. Und die Deals waren eben immer, die Türkei zieht die von ihr unterstützten dschihadistischen Gotteskrieger aus anderen Landesteilen zurück, darf dafür aber auf die Kurden reinschlagen. Und so wurden eben zum Beispiel früher aus Aleppo, später dann aus der östlichen Ghouta, also den Vororten von Damaskus und so, oder aus Dara oder aus anderen Landesteilen eben diese Gotteskrieger abgezogen, die dort sich eigentlich vorher nur halten konnten, weil sie von der Türkei mit Waffen so unterstützt wurden. Und im Gegenzug bekam eben die Türkei grünes Licht für den Angriff auf Afrin. Und das war für die kurdische Seite aber ein ganz einschneidendes Erlebnis. Also nicht nur, weil Hunderttausende vertrieben wurden, sondern weil sie auch merkten, wir können uns nicht auf unsere sogenannten Verbündeten verlassen. Und zwar weder auf die USA, die hier in dem Fall auch ihr Veto hätte einlegen können. Ich meine, die Türkei ist eine NATO-Macht und wenn die USA gesagt hätten, ihr dürft da jetzt nicht rein und wir liefern euch sonst keine Raketen oder wir sperren die Konten von Erdogan oder so, dann hätten die das auch nicht gemacht. Aber die USA haben gesagt, wir sind nicht zuständig. Die haben sich rausgehalten und Russland war eben ein genauso unzuverlässiger Verbündeter. Und was die EU oder Deutschland betrifft, zeigte sich, auch die haben hier geschwiegen. Während also selbst einzelne Bundestagsabgeordnete der CDU ganz klar sagten, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und das wurde später vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages bestätigt, dass es sogar eine völkerrechtswidrige Besatzung ist, hat die Bundesregierung wirklich geschwiegen oder von legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei gesprochen. Und das, obwohl die dort eingesetzten Waffen der Türkei, das waren Leopard-Panzer aus deutscher Lieferung, das waren MAN-LKWs aus deutscher Lieferung und so weiter. Also die Kurden haben gemerkt, sie können sich auf keine ihrer Verbündeten verlassen, sie können sich auf keine der Großmächte verlassen. Und sie haben aber auch gemerkt, ihre strategische Schwäche ist die fehlende Luftabwehr. Und ja, und wenn wir uns heute Afrin anschauen und auch die Gebiete rechts davon, das sind Gebiete, die ja schon seit 2016 von der Türkei besetzt wurden, dann sehen wir, dass dort wirklich eine türkische Kolonie errichtet wurde. Die kurdische Bevölkerung ist zu großen Teilen vertrieben. Stattdessen wurden dschihadistische Siedler aus anderen Landesteilen angesiedelt, darunter auch viele ausländische Dschihadisten. Es leben in der Region inzwischen auch zum Beispiel ganz viele Uiguren, also Angehörige einer muslimischen Minderheit aus China, die in China drangsaliert werden, aber von denen eben einige auch zu einem fundamentalistischen Islam neigen und die sich dann auch Al-Qaida angeschlossen haben. Und solche Kräfte wurden jetzt in dieser Region angesiedelt oder zum Teil auch syrische Flüchtlinge aus anderen Landesteilen, die in die Türkei geflohen waren und dann von dort zurückgebracht wurden, wobei zurückgebracht der falsche Ausdruck ist, weil sie wurden in Gebiete gebracht, in denen vorher Kurden wohnten und nicht in die Gebiete, aus denen sie selber eben geflohen waren oder vertrieben wurden. In Afrin, wo vorher eine absolut friedliche Region war, wo vorher ein Rätesystem eben seit 2012, kann man sagen, herrschte, wo Frauen völlig gleichberechtigt mit Männern waren und auch völlig gleichberechtigt an der Spitze aller Räte vertreten waren. In diesem Gebiet ist es heute Frauen nicht mehr möglich, ohne Schleier auf die Straße zu gehen. Viele können gar nicht mehr auf die Straße gehen, auch weil sie Angst haben, angegriffen zu werden. Und Schleier ist der falsche Ausdruck. Es ist wirklich die Komplettverschleierung, die sie dort tragen müssen, wo nur noch so ein Sehschlitz zu sehen ist. Also dort herrscht eigentlich eine Situation, wie wir sie vorher aus Raqqa, der Hauptstadt des IS, gekannt hatten. Gleichzeitig wird dieses Gebiet völlig türkisiert.
Also es wird nicht mehr Kurdisch an den Schulen unterrichtet, auch nicht mehr Arabisch, sondern es wird Türkisch unterrichtet. Es hängen überall türkische Fahnen, es hängen Bilder von Erdogan. Und es wird offen daran gearbeitet, wirklich diese Gebiete dauerhaft von Syrien abzutrennen. Es wird gerade um Afrin eine Mauer herum gebaut, und zwar an der innersyrischen Grenze. Das hat zum einen natürlich den Zweck, hier den Widerstand von YPG-Einheiten, die in diesem ganz kleinen, hier noch gelb gekennzeichneten Gebiet immer noch sind, zu verhindern, die dort einen Guerillakrieg begonnen haben. Aber es geht eben wirklich darum, hier die Region Afrin auf Dauer abzutrennen von Syrien. Über Afrin herrscht ja auch eigentlich ein Gouverneur aus der benachbarten türkischen Provinz Hatay. Unter dem ist noch so ein offizieller Afrin-Rat eingerichtet worden mit einigen Kollaborateuren. Aber der bestimmende Mensch ist dieser Gouverneur aus Hatay. Und da muss man auch dazu sagen, Hatay, also das ist sozusagen dieses Quadrat, das dort neben Afrin direkt ans Mittelmeer geht. Hatay wurde selber 1939 von der Türkei annektiert. Hatay war ursprünglich die syrische Provinz Iskenderun. Und wir haben damals, 1939, es jährt sich jetzt also auch im Juni gerade, eine Entwicklung erlebt, wie wir sie heute wieder erleben. Damals war Frankreich die Mandatsmacht, die eigentlich über Syrien herrschte. Die Türkei hat die ganze Zeit schon Ansprüche auf dieses Gebiet Hatay erhoben, weil dort laut Türkei eine türkische Mehrheit lebte. Frankreich sagte, das stimmt nicht ganz, das sind maximal 50% türkischsprachige. Also das waren auch jetzt nicht echte Türken, sondern die waren vielleicht türkischsprachig, der Rest waren arabischsprachig, darunter auch viele Christen, auch Armenier lebten da, viele Überlebende des Genozids. Aber die Türkei hat erstmal systematisch probiert, die türkische Bevölkerungsgruppe dort von außen zu fördern in Hatay, hat Waffen reingeliefert, hat probiert, ethnische Probleme zu schaffen und immer unverhohlener dann gesagt, sie wollen dieses Gebiet haben. Und dann, der Zweite Weltkrieg war absehbar. Frankreich sagte sich, wir müssen die Türkei möglichst an unserer Seite halten, damit die nicht auf Seiten der Achsmächte Italien oder Hitler-Deutschland überschwenkt. Und in dieser Situation wurde also grünes Licht gegeben der Türkei, dass sie Hatay annektieren durfte. Und genau das Gleiche erleben wir heute wieder. Die Türkei nutzt heute wieder die Widersprüche auch zwischen den Großmächten, zwischen Russland und den USA, kann man sagen, um sich hier syrisches Staatsgebiet einzuverleiben. Und so wie eben damals, 1939, Hitler-Deutschland einerseits, und übrigens erfolgreicher, muss man sagen, die waren eigentlich näher dran, und Frankreich, Großbritannien andererseits, um die Gunst der Türkei wetteiferten, so ist es so, dass heute die USA einerseits, die EU andererseits und Russland wiederum ebenfalls um die Gunst der Türkei wetteifern, und das verleiht diesem eigentlich schon lebenden Leichnam Erdogan eine ungeahnte neue Energie, sodass der eben wirklich wie ein Zombie in der ganzen Region wüten kann, obwohl er eigentlich längst weg vom Fenster sein müsste, wenn man sich anschaut, die wirtschaftliche Lage, die politische Lage in der Türkei. Aber drei große Mächte, EU, Türkei, Russland, gleichzeitig flößen eben diesem lebenden Leichnam hier neues Leben ein, und er nutzt das, um sich hier, so wie damals seine Vorgänger eben Hatay eroberten, Afrin und die Nachbargebiete rauszubrechen. Und ja, das ist natürlich für eine Warnung, kann ich mal sagen, für die Kurden in der jetzigen Situation, wo es eben wirklich darum geht, wie soll es dort jetzt eigentlich weitergehen. Die Ankündigung von Trump, die Truppen zurückzuziehen, führten wie gesagt dazu, dass Erdogan sagte, prima, dann gehen wir in dieses Gebiet rein. Nun muss man sagen, die USA haben bis heute keine echten Schritte unternommen, um ihre 2000 Soldaten dort abzuziehen. Das ist das eine. Trumps Rückzugsankündigung war ja vor allem innenpolitisch motiviert. Er wollte sozusagen gegenüber den amerikanischen Wählern ein Versprechen mal einhalten. Der Mann ist also nicht nur ein Lügner und ein Lump, wie er scheint, sondern er wollte mal tatsächlich ein Wahlversprechen einhalten, und er hat ja so ein bisschen so eine isolationistische Linie und wollte sagen, ja, wir wollen nicht länger amerikanisches Blut vergießen für irgendwelche Interessen anderer Leute dort. Es wurde bisher auch noch kein amerikanisches Blut vergossen. Gekämpft haben andere am Boden. Gekämpft haben die Kurden, die Araber, die Amerikaner haben aus der Luft gebombt, muss man auch sagen. Aber Trumps Rückzugsentscheidung ist ja auch was, was im Pentagon ganz viele gar nicht unbedingt teilten. Weil sie sagten, naja, wir haben zwar gesagt, ein Ziel war es, den IS zurückzudrängen, der übrigens selber
ein Nebenprodukt US-amerikanischer Nahostpolitik war und den die USA eben durchaus kommen sahen, den sie eine Zeit lang auch wirklich auf die eine oder andere Weise gefördert haben, aber der dann eben unkontrollierbar wurde und als der IS anfing, wirklich dann hier US-Interessen zu gefährden und auch in Europa überall Bomben hochgingen, da musste er eingedämmt werden. Aber das war halt eines der Ziele der USA. Sie hatten in der Region andere Ziele. Ein anderes Ziel war ja ganz zu Anfang des Krieges schon, Assad sollte gestürzt werden. Das Ziel ist offensichtlich erstmal gescheitert. Wieder ein anderes, und zwar momentan das zentrale Ziel, das ist aber die Eindrängung, die Rückdrängung des iranischen Einflusses in der Region. Also wir erleben ja gerade einen ziemlichen Kriegskurs, den die USA gegenüber Iran fahren. Ob sie wirklich Krieg wollen, ist eine andere Frage, aber sie wollen erstmal Iran zurückdrängen, denn Gewinner der ganzen letzten Kriege, erst des Irakkrieges, jetzt auch des Syrienkrieges, ist tatsächlich erstmal der Iran. Schon im Irak konnte Iran über die dort lebende schiitische Mehrheit großen Einfluss einnehmen. Und jetzt über den Syrienkrieg war es möglich, dass also ja, über iranische Militärberater und vor allem über die libanesische Hezbollah, die eigentlich eine, kann man sagen, eine äußere Agentur des Iran darstellt, hier massiven Einfluss zu erlangen, so dass wir tatsächlich von einem schiitischen Bogen sprechen können, von Teheran über Teile des Irak, über Syrien rüber bis zum Libanon, also bis zum Mittelmeer. Und im Kampf um regionale Vorherrschaft in der ganzen Region sehen das sowohl Israel als auch die USA als ein großes Problem und setzen alles dran, um diesen iranischen Einfluss wieder zurückzudrängen. Und wenn wir uns diese syrische Landkarte anschauen, ist dieser iranische Einfluss ja vor allem dort nicht, wo es gelb ist, wo also die kurdischen Kräfte stark sind. Und da gibt es jetzt durchaus Diskussionen, auch im Pentagon und in der US-Administration, die sagen, wir können dieses Gebiet eigentlich jetzt nicht ganz einfach aufgeben. Denn dann rücken Regierungstruppen womöglich rein, damit auch wieder die iranischen Kräfte. Eigentlich ist es ja blöd, wir haben hier ein ganzes Gebiet, in dem der Iran erstmal draußen gehalten wird. Wir sollten das eigentlich stabilisieren. Wenn unser Präsident, heißt dann so, darauf besteht, seine Truppen abzuziehen, müssen wir es anders stabilisieren. Erstmal Luftwaffe können wir ja immer noch einsetzen. Und es gibt ja noch andere Möglichkeiten der Einflussnahme. Da habe ich gerade ein hochinteressantes Buch entdeckt von der Universität der Special Operations Forces, also der US-Spezialkriegskräfte. Die haben einige Teile ihrer wissenschaftlichen Studien und ihrer Literatur, die sie eben hier für den CIA oder für US-Spezialeinheiten schreiben, als PDF-Dateien in englischer Sprache zum Runterladen im Internet. Da haben die überhaupt nichts zu verschweigen. Und da gibt es eine sehr spannende Broschüre, die ist glaube ich jetzt vom März, wo es eben genau um Nordsyrien geht, wo es darum geht, wie ist die Situation dort, wie können wir das, so heißt es, im amerikanischen Sinne stabilisieren, auch ausgehend von der Überlegung, wenn wir die jetzige Situation stabilisieren, kommen die pro-iranischen Kräfte dort nicht rein. Und Assad kommt dann auch nicht rein. Und da wird eben ganz genau zum Beispiel auch analysiert, welche Stämme halten es gerade mit wem. Und da heißt es dann auch, solange die Autoren dieser Broschüre, Militärs oder militärnahe Wissenschaftler, die schreiben hier ganz offen, die sagen, was hier gerade verwirklicht wird, das sind die Ideen von Abdullah Öcalan und das sind, so heißt es drin, anarcho-syndikalistische Ideen. Ich würde sagen, es sind eher anarchistische als anarcho-syndikalistische, aber das sind Feinheiten. Jedenfalls, diese US-amerikanischen Militärs haben erstmal gar kein Problem mit Anarcho-Syndikalismus. Die nehmen das da, sagen, ist halt so, funktioniert dort ja auch, sagen sie. Funktioniert allerdings, was sozusagen die Einheit der verschiedenen Volksgruppen betrifft, solange wir genug Geld reinpumpen auch, damit die Kurden sich auch die Sympathien kaufen können von Bevölkerungsgruppen, die bisher vielleicht nicht so von dem politischen Konzept überzeugt sind. In einer anderen Broschüre von dieser Special Forces Universität werden übrigens historische Beispiele auch gebracht. Da heißt es dann, wir hatten ja schon mal eine ähnliche Situation im Zweiten Weltkrieg, als wir in Albanien und Jugoslawien Kräfte gegen den Hitlerfaschismus unterstützen mussten. Und da
Da hatten wir zwar durchaus dort monarchistische Kräfte, die uns eigentlich viel näher standen, aber die waren unzuverlässig. Die haben nicht richtig gekämpft, die kollaborierten oft mit dem Feind. Und wir hatten kommunistische Kräfte dort. Die teilten zwar absolut nicht die Ideen der USA, aber die waren zu diszipliniert. Dann hieß es, haben wir die unterstützt. Also die bringen dann Beispiel auch, sagen Albanien, Enver Hoxha, der kommunistische Partisanenführer, der hat gesagt, ich kann Amerikaner nicht leiden und ich hasse Engländer. Und trotzdem haben wir angefangen, ihn mit Waffen zu beliefern, damit er gegen die deutschen Faschisten kämpfte. Das machte er auch erfolgreich. Und in seiner Rede, nachdem er gewonnen hat, hat er sich bei Stalin bedankt, der ihm kein einziges Gewehr geliefert hat und hat kein Wort über die USA gesagt. Ja, aber so die Amerikaner in ihrer Broschüre, die Operation war erfolgreich in dem Fall. Unser Ziel war es ja, Deutschland dort zu verdrängen. Das ist gelungen. Also es zeigt, diese Allianz, die wir jetzt hier haben, diese taktische Allianz, Imperialismus und eine ja, linke, linksradikale Gruppierung gab es in der Geschichte durchaus schon öfter. Nur ist beiden Seiten natürlich klar, es ist eine taktische Allianz. Oder um hier Salih Muslim, einen der wichtigen Außenpolitiker Rojavas zu zitieren, Salih Muslim sagte, wir stehen in einer taktischen Allianz mit unserem strategischen Gegner. Strategischer Gegner, weil wir natürlich völlig unterschiedliche gesellschaftspolitische Vorstellungen haben, als sie hier die USA verfolgen. Ja, aber eben, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die USA das Interesse haben, weiterhin iranischen Einfluss zurückzudrängen, sehen wir, dass es durchaus auch ein Interesse gibt, hier diese Region Nordsyrien jetzt nicht völlig fallen zu lassen. Allerdings haben die Iraner, die USA durchaus natürlich gewisse Bauchschmerzen, dass ihre Verbündeten dort vor Ort ihr eigenes gesellschaftspolitisches Konzept umsetzen, ja, das eben nicht das der USA ist. Dass sie dort sagen, wir wollen eine alternative Ökonomie aufbauen, die stark auf Kooperativen beruht. Wir wollen das Öl, das dort ist, allen Völkern Syrien zur Verfügung stellen, aber in unserem Gesellschaftsvertrag, der Verfassung von Nordsyrien, steht klar drin, Bodenschätze gehören der Allgemeinheit. Da darf also nicht irgendein US-Konzern oder ein anderer kommen, wie im Irak, und sagen, das ist jetzt unseres. Und damit natürlich sind die USA jetzt erstmal auch nicht so ganz glücklich. Und drum schreiben sie auch in diesem Buch, sagen, naja, wir müssen schon ein bisschen Druck machen, dass hier auch sozusagen unsere Kurden, also die Barzani-Anhänger, die Anhänger des irakisch-kurdischen Präsidenten, dass die hier in die hier stärker integriert werden. Das sind ja pro-westliche, pro-marktwirtschaftlich orientierte Kräfte. Die müssen hier mehr Raum kriegen. Und es gibt eben auch Überlegungen, wie kann man konservative arabische Stammeskrieger stärken, zu Lasten eben der revolutionären kurdischen Kräfte, zu Lasten der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten. Und in diesem Hintergrund müssen wir, denke ich, auch gerade die laufenden Debatten oder Diskussionen sehen, die hier die US-Führung auch mit der Türkei laufen hat. Also Erdogan sagt ja, wir wollen mindestens einen 30 Kilometer breiten Pufferraum entlang der Grenze zu Nordsyrien haben. Nun muss man sagen, fast alle wichtigen Städte, also eben bis hier Raqqa und Deir ez-Zor und Hasaka, nicht auf der Karte drauf, alle anderen wichtigen Städte in Rojava, Nordsyrien, liegen alle innerhalb dieser 30-Kilometer-Zone. Die liegen alle absolut grenznah. Also Kobani grenzt ja direkt an die Türkei, Kamischlu auch. Also das sind oft Städte, die eigentlich Zwillingsstädte zu Städten in der Türkei waren und die eben nur durch diese Grenzziehung, durch Sykes-Picot damals von ihrer anderen Hälfte abgetrennt wurden. Also wenn es dort eine 30-Kilometer-Pufferzone gäbe, in die am Ende türkische Truppen rein dürfen, wäre von Rojava, Nordsyrien, nichts mehr außer ein bisschen Wüste übrig, muss man ganz klar sagen. Insofern ist natürlich diese Forderung der Türkei völlig unannehmbar für die Rojava-Administration, für die kurdischen Kräfte dort. Jetzt bieten die USA gerade in Diskussion an, sagen, naja, wir können ja schauen, dass wir eben hier YPG und YPJ, dass wir die dort abziehen aus diesem Gebiet, und sie sagen, stattdessen sollen dann halt aus örtlichen Kräften dort eine Grenzverteidigung gebildet werden. Nur ist das ist ungefähr so absurd, als würde ich sagen, wir müssen jetzt die US-Heimatverteidigung aus den USA abziehen und aus örtlichen Kräften was bilden. YPG und YPJ sind ja nicht vom Himmel gefallen und auch nicht aus Kandil, dem PKK-Hauptquartier im Nordirak, sondern sie sind gebildet worden aus den Menschen, die genau dort wohnen. Aber was hier hinter diesem US
Vorschlag steckt, ist eben natürlich, dass man schon hier eben stärker die auch dort wohnenden arabischen Stammeskrieger unterbringen will, dass die jetzt vielleicht auch die besseren Waffen in Zukunft kriegen, um hier einfach die konservativeren Kräfte, auch die politisch kollaborationsbereiteren Kräfte zu stärken und gleichzeitig die revolutionären, vor allem, aber nicht nur kurdischen Kräfte eben in ihrem Einfluss zurückzudrängen. Und als Drohung, um das zu bewerkstelligen, wird der türkische Knüppel verwendet, wird die Drohung verwendet, naja, wenn wir nicht mehr da sind, dann könnte die Türkei hier ja ungestört einmarschieren. Und das Ärgerliche ist, dass mit diesem türkischen Knüppel in der Hand gleichzeitig auch Russland droht. Auf der anderen Seite Russland, die hatten ja gerade noch im letzten Jahr, gerade als die USA ihren Rückzug erklärten, da hat Russland erstmal vermittelt, dass es Verhandlungen zwischen der nordsyrischen Administration und dem syrischen Regime gab. Dazu muss man wissen, der Kontakt zwischen beiden war den ganzen Krieg über nie abgerissen. Es gab auch während des ganzen Krieges bisher eigentlich keine größeren militärischen Auseinandersetzungen zwischen hier, ich sag mal, den Kurden inklusive ihrer Verbündeten und dem syrischen Regime. Kleinere Scharmützel, ja. Es gab auch eine Reihe Tote, aber wie gesagt, in diesem Krieg hat jede Seite schon auf jede andere geschossen. Das besagt sozusagen noch nichts, aber es war bisher so, dass es eigentlich keine offene Feindschaft gab, auch keine Freundschaft. Nee, die Kurden haben genug unter Assad mitgemacht. Sie waren ihrer Rechte beraubt. Hunderttausende waren staatenlos. Es herrschte eine quasi koloniale Situation über die kurdischen Gebiete, die als Lieferanten für Getreide, für Öl und Ähnliches dienen mussten, aber selber nichts davon hatten und so. Also die Kurden hatten keinerlei Grund, Assad zu vertrauen. Aber sie haben auch gesagt, Assad ist hier nicht unser Hauptproblem. Wir wollen jetzt auch nicht gegen Assad kämpfen, um ihn auszutauschen gegen irgendeinen Kalifen oder einen anderen Unsympathen, der auch keine demokratische Agenda hat. Was wir brauchen, ist ein Systemwandel und nicht ein Regimewandel. Und deswegen gab es eben bisher eben bis auf kleinere Scharmützel nie große Auseinandersetzungen. Es war sogar so, in manchen Situationen haben die kurdischen Kräfte und die Regimekräfte auch Seite an Seite sogar gegen den IS oder gegen Al-Qaida gekämpft. Insofern könnte man sagen, eigentlich müssten die Voraussetzungen für eine Einigung gar nicht so schlecht sein. Und es wurde ja von Anfang an auch von den Leuten in Rojava gesagt, wir wollen hier kein unabhängiges Kurdistan, wir wollen kein unabhängiges Rojava. Was wir hier machen, soll Teil eines vereinigten, aber demokratischen Syriens sein. Und wir sehen uns eigentlich nur als Vorbild, als Keimzelle dieses neuen, dann sicherlich auch föderalen Syriens, aber es ist eben kein separatistisches Projekt. Separatisten, das sind die pro-türkischen Kräfte, die oben dran arbeiten, ganze Provinzen und Landesteile rauszubrechen. Aber Rojava versteht sich nicht als ein solches Projekt. Und drum wurde eben mit russischer Hilfe dann auch Ende letzten Jahres so vorsichtige Verhandlungen begonnen, zum Teil in Moskau, zum Teil auf einem russischen Militärstützpunkt in Syrien. Und da hat auch dann die Rojava-Administration ein Angebot vorgelegt, das gleichzeitig auch mit roten Linien verbunden war, wo sie also gesagt haben, was sie wollen und was sie nicht machen. Da hieß es, erstmal, wir wollen die territoriale Einheit Syriens, aber da verbinden wir nicht nur drunter, dass wir und die Regimegebiete wieder zusammen sein sollen, sondern auch die jetzt türkisch besetzten Gebiete, insbesondere Afrin, müssen zu Syrien. Und so, also das ist so sozusagen, also territoriale Einheit ist nicht nur unser Angebot, sondern gleichzeitig auch unsere Forderung. Das betrifft alle Gebiete, auch die jetzt türkisch besetzten. Das Zweite, was vorgeschlagen wurde, war eben, Syrien soll eben keine syrisch-arabische Republik unter autoritärer Führung mehr sein, sondern wichtig ist eine demokratische Republik, in der eben dann die autonome Verwaltung hier von Nordsyrien, im Idealfall aber auch von anderen Gebieten, dann anerkannt wird, und zwar auch mit eigenen inneren Sicherheitskräften, also Polizeikräften, wobei es auch hieß, die syrisch-demokratischen Kräfte, also diese Allianz aus YPG und arabischen und assyrischen Milizen, soll als Grenztruppe in die syrische Armee eingegliedert werden. Gefordert wurde weiterhin, oder erstmal vorgeschlagen, dass Arabisch soll Landessprache bleiben, aber überall dort, wo Minderheiten leben,
soll es muttersprachlichen Unterricht an den Schulen und an den Universitäten geben, also in kurdischer Sprache oder auf Assyrisch oder was noch für andere relevante Sprachen gesprochen werden. Und es hieß dann auch weiter, wir wollen eine gerechte Aufteilung der Ressourcen. Und genau das muss man auch eher als ein Angebot, denn als eine Forderung sogar sehen. Denn die Kurden und ihre Verbündeten sind gerade in Kontrolle sowohl wichtiger Wasserreservoirs und Staudämme, wie auch der Kornkammer Syriens, wie auch der wichtigsten Öl- und Gasfelder. Man könnte eigentlich sagen, ein ganz gutes Verhandlungspaket. Das Problem ist nur, das Regime zeigt sich erstmal völlig reformunwillig, besteht darauf, dass alle Gebiete wieder unter völlige Kontrolle von Damaskus kommen sollen. Es wurde auch öfter gesagt, wir machen das auch, sobald die Amerikaner weg sind, notfalls militärisch. Wobei es auch immer wieder hieß, wir sind bereit trotzdem auf eine Verhandlungslösung. Aber noch ist das Regime offensichtlich nicht in einer Position, dass sie sagen, wir sind gezwungen, wirklich zu verhandeln. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Russland, die eigentlich diese Verhandlungen angeschoben haben und die auch immer wieder, Russland hat immer wieder darauf bestanden, auch gegenüber dem Regime, hat gesagt, ihr müsst den Kurden mehr Raum geben, ihr müsst in der zukünftigen Verfassung den Kurden vielleicht eine Autonomie reinschreiben und so. Aber genau jetzt hat Russland plötzlich wieder die von ihm selbst angeschobenen Verhandlungen wieder blockiert. Und was dahinter steckt, das ist wieder das Ding, Russland probiert erstmal wieder um die Türkei zu werben. Und die Türkei sagt, für uns ist das Allerentscheidendste, die Kurden dürfen keinen Status kriegen. Denn wenn die syrischen Kurden einen Status haben, ermutigt das die Kurden bei uns in der Türkei und genau das wollen wir verhindern. Und drum blockiert Russland gerade wieder hier eine Lösungsfindung. Die Verhandlungen gehen erstmal nicht weiter. Russland benutzt, genau wie die USA, die Drohung mit der Türkei, um die Kurden hier eigentlich in eine gewünschte Richtung zu lenken. Also in dem Fall in die Richtung Unterordnung unter das Regime. Während die USA, die benutzen diesen Knüppel halt, damit die Kurden jetzt, ihre revolutionäre Agenda etwas mäßigen. Und, das ist das andere, damit sie vielleicht zur Verfügung stehen als eine anti-iranische Truppe. Und da hat zum Beispiel, haben das die verschiedenen kurdischen Seiten auch schon, auch die PKK selber und so gesagt, dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Also wir sind keine Söldner, keine Bodentruppen von irgendjemandem. Wir verteidigen unsere Gebiete, unsere Interessen und die Interessen aller, die dort leben. Aber wir sind nicht das geopolitische Werkzeug von irgendeiner Macht, egal ob Russland oder Iran oder USA. Und so. Und insofern, ich sag mal, es sah kurz vor Weihnachten so aus, als ob ein türkischer Großangriff unmittelbar bevorsteht, aber eben durch diese Widersprüche zwischen Russland, Iran, USA, Türkei hat Rojava erstmal Zeit gewonnen. Zeit, die natürlich auch genutzt wird, um die innere Entwicklung voranzutreiben, die demokratische Entwicklung, um die zerstörten Städte aufzubauen, um auch in Regionen wie Raqqa, wo die Menschen eigentlich überhaupt keine demokratische Tradition hatten, das Rätesystem, auch die Ideen der Frauenbefreiung und so Schritt für Schritt umzusetzen, was sehr, sehr schwer ist, weil die IS-Ideologie noch in vielen Köpfen ist und weil auch noch sehr viel zerstört ist und weil für den Wiederaufbau vom Ausland so gut wie gar keine Hilfe kommt. Die USA haben beim Zerbomben kräftig geholfen, aber haben keinen Finger gekrümmt, um Raqqa wieder aufzubauen. Zum Beispiel, das muss eigentlich alles aus eigener Kraft und mit Hilfe einiger weniger NGOs aus aller Welt geleistet werden. Aber auch dort wird viel unternommen und gleichzeitig wird die ganze Bevölkerung, soweit es geht, militärisch geschult zur Selbstverteidigung. Also es gibt wirklich Bilder, sieht man 70, 80-jährige alte Frauen mit Kopftuch, die es lernen, wie man eine Kalaschnikow benutzt. So, also die ganze Bevölkerung soll vorbereitet werden für den Fall, dass es doch irgendwann zu einem großen türkischen Angriff kommt. Dass der bisher noch nicht gekommen ist, liegt halt daran, sowohl Russland wie auch USA drohen zwar gerne mit dem türkischen Knüppel, wollen aber momentan die Türkei gar nicht unbedingt dort drin haben, weil das doch dann auch für zu viel Chaos führen würde. Und Russland weiß auch ganz genau, wenn die Türkei hier einmarschiert, kriegt man sie erstmal nicht mehr raus. Für Russland ist gerade eine andere Priorität, da geht es um Idlib. Idlib ist das letzte Rückzugsgebiet der sogenannten Rebellen. Muss man sagen, diese Rebellen haben alle ganz, ganz lange Bärte, viel längere als meiner hier und zeichnen sich vor allem als
Kopfabschneider aus. Also das ist im Wesentlichen Al-Qaida mit diversen Abspaltungen. Das sind in die Region geflohene Reste des IS und so. Also wir finden in Idlib 50, 60, vielleicht mehr, 1000 bis an die Zähne bewaffnete dschihadistische Gotteskrieger, die unter sich übrigens auch nicht immer einig sind. Die fallen auch immer wieder mal übereinander her, wenn es um Freunde und so geht. Aber die sind dort nebst mehreren Millionen Menschen, nicht nur die Einwohner von Idlib, sondern auch viele Flüchtige, Oppositionelle aus anderen Landesteilen, viele auch die Familien dieser Dschihadisten. Und geschützt werden sie eigentlich durch die Türkei. Die haben dort Stützpunkte, offiziell aufgrund eines Abkommens mit Russland und Iran. Da ging es eigentlich darum, die Gegend, die Grenzen um Idlib zu entmilitarisieren. Genau das ist aber nicht geschehen. Auf dieser Landkarte heißt es hier zwar, dieses etwas dunklere Grün, das wäre eine demilitarisierte Zone. Wenn wir ehrlich sind, das ist Al-Jazeera hier nicht, weil die gewisse Sympathie mit diesen Kräften haben. Dann ist diese Zone nicht demilitarisiert, sondern das ist die am meisten militarisierte Zone in Idlib. Das ist nämlich genau die Zone, in denen Al-Qaida, sie nennen sich jetzt irgendwie Befreiungsfront Syriens, HTS, mit ihren schweren Waffen nämlich steht. Und von dort aus beschießen sie Regimestützpunkte, auch russische Stützpunkte. Und da ist jetzt Russland in den letzten Wochen der Geduldsfaden gerissen und sie haben eine Offensive begonnen gegen Idlib. Kommen aber kaum voran, nur wenige Kilometer, weil auch die Kräfte in Idlib von der Türkei massiv wieder aufgerüstet wurden mit Waffen. Und Russland versucht jetzt zu verhandeln. Und es besteht die Gefahr eines Deals, dass Russland sozusagen der Türkei jetzt sagt, okay, ihr zieht diese Al-Qaida-Kräfte zurück, oder ihr hört zumindest auf, die zu unterstützen, dann müssen die sich selber zurückziehen ins Innere von Idlib, sodass sie uns nicht mehr beschießen können. Aber dafür kriegt ihr die Sheba-Region, beziehungsweise die Region um Tal Rifat. Das ist dieser ganz kleine gelbe Bereich, zwar so unterhalb von Afrin. Das ist die Region, in der hunderttausende Flüchtlinge aus Afrin leben, in der aber auch sich die YPG aus Afrin zurückgezogen hat. Das ist eine Region, die ist, hier ist sie ganz gelb, aber da sind unter anderem auch noch einige pro-iranische Kräfte. Da sind auch zwei schiitische Städte nämlich noch, die einzigen wirklich echten schiitischen, nicht alawitischen Städte in ganz Syrien. Und da stehen auch noch einige Regimekräfte. Und diese Region bietet Russland jetzt womöglich, also man hat es noch nicht sicher, aber dass sie sowas eben als Handel anbieten, sagen, okay, ihr als Türkei, ihr wollt hier die YPG-Reste zerschlagen, die euch von da ja immer in Afrin attackieren. Wir würden euch diese Region geben, da unsere Lufthoheit zurückziehen, dass ihr da vorrücken könnt, wenn ihr dafür Idlib räumt. Also die Gefahr ist tatsächlich da, dass es hier zu so einem Deal kommt, so wie es vorher schon zu diesem Deal kam, die östliche Ghouta gegen Afrin. Nur sind hier ein paar mehr Widersprüche noch. Die Iraner finden so eine Idee gar nicht gut, weil, wie gesagt, da sind auch schiitische Städte und die Kräfte, die hier vorrücken würden mit der türkischen Armee zusammen, sind hardcore-sunnitische Kräfte, also Al-Qaida, IS, für die Schiiten einfach vogelfrei sind. Das würde ein Genozid drohen. Und die syrische Regierung ist auch nicht so glücklich, weil die halt sagen, naja, wir wissen, was die Türkei einmal besetzt, gibt sie nicht wieder her. Wenn sie das jetzt auch noch besetzen, dann verlieren wir hier wieder ein Stück. Also die sagen sich schon mit den Kurden, irgendwann können wir uns vielleicht mit ihnen einigen oder die Kurden kapitulieren. Aber wenn die Türkei da drin ist, dann kriegen wir das auch nicht wieder. Und jetzt gab es in den letzten Tagen hier einen komischen Wettlauf. Russland ist gerade dabei, dort neue Militärstützpunkte zu bauen, da eben in dieser Region um Aleppo rum. Und eine Analyse, die ich dann gelesen habe, hieß es dann, naja, die bauen sie jetzt gegen die Iraner, weil die Iraner hier auch probieren, Einfluss zu kriegen. Also innerhalb eigentlich dieser Achse Russland, Regime und Iran gibt es hier also auch Widersprüche. Und daran könnte, sag ich mal, hoffentlich so ein Deal vielleicht auch scheitern. Also hier Teile von Idlib gegen diese Sheba-Region. Aber es zeigt sicherlich natürlich die große Gefahr, die insgesamt hier auch für die kurdischen Kräfte und für das Projekt Rojava da ist, dass sich bis heute halt hat nur halten können, einerseits gestützt auf die eigene Kraft, aber eben unter geschickter Ausnutzung der Widersprüche der jeweiligen Gegner. Aber die Gefahr ist immer da, was passiert, wenn, wie damals bei Afrin,
zwischen den Gegnern keine Widersprüche da sind, sondern die Gegner ausnahmsweise mal ein gemeinsames Ziel verfolgen, das sich zwar jetzt offiziell nicht gegen die Kurden richtet, aber die Kurden dann das Bauernopfer einfach sind, das die verschiedenen Mächte hier jetzt machen. Ja, ganz am Schluss vielleicht noch ein paar Takte, ehe wir dann in die Diskussion gehen, aber auch zur Rolle Deutschlands. Muss man ja auch sagen, nachdem wir hier ja in Deutschland sind, Deutschland ist an all dem ja nicht ganz unbeteiligt. Ich habe schon erwähnt, was bei der Besetzung von Afrin im großen Stil deutsche Waffen zum Einsatz kamen. Dem Afrin-Krieg vorangegangen war ja die berühmte T-Stunde hier in Deutschland mit dem türkischen Außenminister Çavuşoğlu und dem damals noch Außenminister Sigmar Gabriel, wo also hier die vorangegangenen, meiner Meinung nach nur oberflächlichen Streitigkeiten mit der Türkei beigelegt wurden. Erdogan hat ein paar seiner Geiseln, also deutsche Journalisten und andere, freigelassen und Sigmar Gabriel sagte dann auch wieder zu, dass die Waffenlieferungen wieder voll aufgenommen werden, die übrigens nie gestoppt wurden. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Industrie keine Waffen liefert, weil Erdogan Geiseln nimmt. Ich meine, die deutsche Industrie will Waffen verkaufen. Da lässt sie sich ja nicht davon wirklich abschrecken. Aber es geht ja weiter. Waffenlieferung, könnte man sagen, ist ein Geschäft. Aber wir haben es hier tatsächlich ja mit einer, ja, geradezu einer Nibelungentreue der Bundesregierung zum Erdogan-Regime zu tun. Einer Nibelungentreue, mit der eigentlich die Bundesregierung, sag ich mal, sich selber auch um Möglichkeiten, um Einflussmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten im nahen Mittleren Osten auch bringt, weil sie sich an Erdogan knüpft, an sein Schicksal. Geht ja so weit, also, dass eben in Deutschland zum Beispiel die Fahnen von JPG und JPG zwar nicht offiziell verboten sind, aber immer wieder Leute auf Demonstrationen deswegen festgenommen werden, verurteilt werden. Also weil sie hier wohlgemerkt mit Fahnen rumlaufen, die hier eine der wichtigsten Kräfte der Anti-IS-Allianz, in der auch Deutschland offiziell drin ist, benutzen. Also es ist eigentlich absurd. Aber man tut hier Erdogan einen Gefallen, weil der halt sagt, nein, das sind Terroristenfahnen, das ist eigentlich nur eine andere Fahne der PKK. Und so sieht es dann hier die Staatsanwaltschaft in Deutschland oft auch. Und dann sehen wir natürlich, wie dreist es dann ist, wenn Bundesaußenminister Heiko Maas dann als hier der letzte Ort vom IS befreit wurde, dieses Dorf Barghouz dahinter der Resort. Da hat Heiko Maas auf Twitter dann geschrieben so, wir freuen uns, dass der IS besiegt ist, das ist ein großartiger Erfolg der von Deutschland unterstützten Anti-IS-Allianz. Kein Wort über diejenigen, die 11.000 Opfer gegeben haben, 11.000 Tote und weitere Zehntausende Schwerstverletzte. Kein Wort über die Kurden, über JPG und JPG. Also da, unser eitler Außenminister schmückte sich hier mal wieder sehr schön, wirklich mit fremden Federn. Und da könnte man sagen, das ist einfach ein Charakterfehler. Aber wenn man sieht, dass die gleiche Bundesregierung dann hier auch noch gegen diese Kräfte oder die Unterstützer dieser Kräfte, die den wahren Kampf gegen den IS geführt haben, juristisch vorgeht, mit Verboten vorgeht, dann muss man sagen, ist das natürlich schon ganz schön dreist. Dann ein weiteres Ding ist die Sache, was soll passieren mit den ganzen ausländischen IS-Kämpfern und deren Familien? Und auch mit einigen Waisenkindern von getöteten deutschen IS-Kämpfern. Also über meinen Job im Bundestag bei einer Linksparteiabgeordneten, da haben wir gerade auch fast jeden Tag Kontakt mit Familien, deren Angehörige jetzt ja beim IS waren. Also diese Familien sind oft politisch völlig anders drauf. Also das sind keine Islamisten. Ich habe keine da kennengelernt. Die würden sich auch, denke ich, jetzt nicht an die Linksfraktion wenden, wenn sie da ein Problem haben, sondern das sind einfach Leute, die sagen, ja, wir wollen unsere Angehörigen wieder haben und die sitzen jetzt in Gefangenenlagern oder in Flüchtlingscamps in Nordsyrien fest. Und die Kurden sagen ja auch, wir wollen diese Leute loswerden. Wir können hier gar nicht, haben gar nicht die Kraft. Zehntausende Gefangene, darunter eine ganze Reihe wirklich schwerstkriminelle und absolut gefährliche Dschihadisten dauerhaft zu bewachen, durchzufüttern in einer Situation, wo wir selber unter einem Embargo liegen, nicht nur das normale Syrien-Embargo, sondern ein besonderes Embargo der Türkei und so auch nochmal gegen Nordsyrien. Und was ist, wenn die Türkei einmarschiert? Dann kann es passieren, dass die entkommen, diese Leute. Dann können wir die vielleicht nicht mehr alle bewachen. Und dann werden sich einige von denen auf den Weg machen nach Europa mit dem umgeschnallten Sprengstoffgürtel. Also es geht hier auch um die Sicherheit Europas. Und drum erwarten die Kurden, dass man ihnen entweder hilft, ein internationales Tribunal vor Ort aufzubauen zur Verurteilung dieser Leute, dieser Terroristen,
Oder aber, dass die einzelnen Staaten, deren Staatsangehörige das sind, die wenigsten von denen sind ja Syrer, die zurückholen, um sie in ihren Ländern vor Gericht zu stellen. Also die Kurden sagen, wir geben die gerne raus, holt die. Und wir wissen von den Angehörigen hier, dass sie auch sagen, ja, uns ist völlig klar, unsere Söhne, unsere Töchter müssen hier ins Gefängnis. Aber lieber haben wir sie in Deutschland im Gefängnis, als dass sie dort in der Wüste irgendwo sitzen und keiner weiß, wie geht's jetzt weiter. Und dann geht es eben tatsächlich auch noch um Kinder. Also ich habe jetzt mit mehreren Familien gesprochen, die sagen, unsere Enkel, die sind 2, 3, 4, 5 Jahre alt. Die sind zum Teil erst im Kalifat geboren worden. Die Eltern sind beide tot. Oft, ja, deutsche Frau hat dort irgendeinen Dschihadisten geheiratet, beide getötet bei den Kämpfen. Die Kinder allein in diesen Camps, in Flüchtlingslagern oder sogar in diesen Gefangenenlagern. Und die Bundesregierung sagt die ganze Zeit, heute gerade wieder in einem Brief an meine Chefin, wir können nichts tun. Wir haben keine diplomatische Vertretung mehr in Syrien. Wir können dort niemanden mehr diplomatisch zur Seite stehen. Ja. Es gibt aber dort eine Verwaltung, die auch hier in Berlin ein Büro hat. Die nordsyrische Administration ist hier vertreten. Sicherlich nicht im Rang einer Botschaft, aber da sind Menschen mit Namen und Adresse, die man ansprechen kann. Aber das will die Bundesregierung nicht, weil sie Angst hat, dann schimpft der Erdogan mit ihnen, wenn sie diesen Kontakt nutzen würden. Und dafür lässt man lieber hier, ja, Kleinkinder, Babys wirklich da in dieser Hölle dieser Camps einfach schmoren, anstatt hier der humanitären Pflicht nachzukommen. Und man lässt auch lieber hier, ja, das Problem dieser gemeingefährlichen Dschihadisten, die aus Deutschland kamen, die sich hier radikalisiert haben, nicht dort, die unsere Terroristen sind und nicht deren, die bürdet man den Kurden auf, die eh schon genug Opfer gegeben haben im Kampf dagegen. Und gleichzeitig, sage ich mal, bindet sich eben die deutsche Außenpolitik tatsächlich auch zukünftig auch für einen Wiederaufbau in der Region und so die Hände, indem sie diese Haltung einnimmt, wir wollen mit denen dort nichts zu tun haben. Die ganze Zeit über hat die Bundesregierung Projekte in Idlib gefördert, auch als in Idlib schon völlig klar waren, als auch das Auswärtige Amt sagte, die vorherrschende Kraft in Idlib ist Al-Qaida. Da haben die da trotzdem Krankenhäuser aufgebaut und so. Und Krankenhäuser sind immer gut. Die dort lebenden Menschen können ja jetzt nichts dafür, sag ich, oder wenig dafür, dass Al-Qaida dort die militärische Hauptkraft ist. Aber warum fördert man nicht auch Krankenhäuser in Nordsyrien, in einer Region, wo säkulare Rechte sind, wo Frauenrechte durchgesetzt werden, wo die Rechte religiöser Minderheiten geachtet werden? Ich denke, das ist auch, wenn hier die Bundesregierung Erdogan Milliarden gibt, um Flüchtlinge zu stoppen, wäre es besser, man würde diese Milliarden nicht im korrupten AKP-Regime investieren, wo man nicht weiß, was damit passiert. Die meisten Flüchtlinge in der Türkei leben auf der Straße und nicht in Camps und haben nichts davon, sondern man würde das Geld lieber hier nach Nordsyrien reinstecken, um dort die Infrastruktur aufzubauen, um dort Schulen, Universitäten, Krankenhäuser aufzubauen. Ich lerne hier so viele Flüchtlinge aus Nordsyrien kennen, die mir auch sagen, nee, wir haben kein Problem mit dem politischen System dort, aber wir haben keine Perspektive. Oder die sagen, meine Mutter hat eine Krankheit, die dort nicht behandelt werden kann, drum sind wir hier. Aber wenn wir dort Perspektive hätten, wären wir dort. Und deswegen, denke ich, wäre es auch aus dieser Perspektive wirklich wichtig, diese Region zu unterstützen, zu fördern. Und das bedeutet natürlich auch, in Kontakt zu treten, in offiziellen Kontakt. Nicht nur den inoffiziellen über den Bundesnachrichtendienst, den gibt es ja mit der Nordsyrischen Föderation. Das würde auch zur Sicherheit der Region beitragen, auch zur Sicherheit vor türkischen Angriffen. Ja, ich habe wieder mal ein bisschen zu lang geredet. Ich schweige jetzt. Danke. Vielen Dank. Ja, ich danke dir sehr herzlich für diesen sehr komplexen, aber alle Facetten sozusagen ansprechenden Vortrag. Ihr seid direkt dran und könnt direkt Fragen stellen. Erstmal, wo kommt dieses Ganze, diese emanzipatorische Bewegung her? Muss man erstmal sagen, die ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen und zwar auch nicht einfach eine Idee von Öcalan auf seiner Insel, sondern muss erstmal sagen, die PKK ist ja schon seit den 80er Jahren in der Region. Damals, als in der Türkei der Militärputsch war, hatte Abdullah Öcalan eigentlich einen Deal gemacht mit dem damaligen Assad Senior, also den Hafez al-Assad, gesagt, können wir uns mit unseren wenigen Leuten, es waren damals ja nur ein paar hundert, nach Syrien zurückziehen. Wir wollen sozusagen nicht fliehen vor dem Militärputsch, aber wir wollen im Mittleren Osten bleiben. Und
Der alte Assad hat sozusagen gesagt, okay, einverstanden, ihr könnt nach Syrien in die kurdischen Gebiete hier sozusagen und in den Libanon, damals unter syrischer Kontrolle, weil für die syrische Regierung war die PKK ein Faustpfand gegenüber der Türkei in Gebietsstreitigkeiten um Hatay, in Wasserstreitigkeiten und ähnliches. Aber auf die Weise war es einfach so, dass die PKK, die durften in Syrien keine Politik machen, das war die Bedingung immer. Und jeder Kurde in Syrien, der sich für kurdische Interessen einsetzen wollte, die kurdischen Rechte gab es in Syrien ja auch nicht, dem hat der syrische Geheimdienst immer gesagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ich nehme dich jetzt mit, steck dich in den Knast und foltere dich, oder ich nehme dich mit und setze dich im nächsten PKK-Camp ab. Du trittst dort ein, kämpfst für kurdische Interessen, aber das bitte in der Türkei. Und die meisten haben sozusagen die zweite Möglichkeit dann gewählt. Aber auf die Weise war es einfach so, dass du viele tausend syrische Kurdinnen und Kurden hattest, die eben schon eine PKK-Ausbildung, und zwar eine ideologische und eine militärische, durchlaufen hatten. Und ganz viele Familien in Nordsyrien, Rojava, kannten auch viele, auch von den führenden PKK-Lern. Also es ging mir dann auch so, also als ich das erste Mal dort war und dort, wenn wir übernachteten bei den Familien, also oft wirklich so einfache Arbeiter bei einer Bäckerfamilie oder so, und dann zeigten die einem plötzlich Fotos, wie sie dann da hier mit einigen der inzwischen von der Türkei meistgesuchtesten Guerillakommandanten, also auch irgendwie vor 20 Jahren am Frühstückstisch saßen oder so, und haben dann alle erzählt, ja, haben gesagt, ja, auch der Öcalan war hier öfter bei uns und wir haben mit ihm diskutiert, damals in den 80er oder sogar noch 90er Jahren, also das war alles nichts Unbekanntes. Und der alte Assad mag sich gedacht haben, na schön, die PKK ist ein Faustpfand, das ich einsetze, aber mir selber tut sie nichts, aber die PKK hat sozusagen ihre Samen gelegt, die dann eben Jahrzehnte später aufgingen. Das ist das eine, als sozusagen der syrische Aufstand, der arabische Frühling dort ausbrach, war eigentlich schon ein Netzwerk von Leuten da, die diese Ideologie teilten. Und schon seit 2004 war im Untergrund begonnen worden mit dem Aufbau sowohl von Komitees wie auch von bewaffneten Selbstverteidigungseinheiten. Denn 2004 gab es in Kamischlu Auseinandersetzungen, also war ein Fußballspiel, ein kurdisches gegen ein arabisches Team, und die Hooligans des arabischen Teams haben dort also haben Saddam hochleben lassen, haben irgendwie gefordert, die Kurden ins Gas und ähnliches, und es gab eine wilde Schlägerei, die Polizei hat auf Seiten der arabischen Hooligans eingegriffen, es gab mehrere Tote, und da gab es dann einen Aufstand in mehreren Städten Nordsyriens, in mehreren kurdischen Städten, der niedergeschlagen wurde, aber als Lehre daraus hat eben dann ja, die PKK dort, die hatten inzwischen eine eigene Partei, die PED, die Partei der Demokratischen Union, gesagt, wir brauchen Selbstverteidigungseinheiten, und haben eben schon angefangen, sowas im Untergrund aufzubauen, aber eben auch gleichzeitig schon Komitees aufzubauen, die in dieser Region, in der der Staat ja eigentlich nur repressiv da war, aber sich nicht allzu sehr um seine Bürger kümmerte, dann auch mal so Aufgaben wahrnahmen, wie Streitigkeiten zwischen Familien zu schlichten oder auch mal vielleicht ärmeren Familien zu helfen, Lebensmittelverteilung und Ähnliches. Und vor allem in der Frühphase des arabischen Frühlings war es dann auch so, dass diese Komitees eigentlich anfingen, hier ja, richtig größere Teile der Bevölkerung zu erreichen, auch zu versorgen mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und den Schutz zu organisieren der Region. Und die syrische Armee hatte sich ja 2011 dann schon aus Rojava zurückgezogen, weitgehend. Wahrscheinlich gab es einen inoffiziellen Deal auch zwischen der syrischen Regierung und den Kurden, dass es hieß, ihr lasst hier die bewaffnete Opposition nicht rein, wir lassen euch ein paar Waffen da, und wie es in der Zukunft weitergeht, schauen wir später. Jedenfalls nutzten dann eben die kurdischen Kader diese Situation, um immer mehr Einfluss zu gewinnen, um das Vertrauen der Bevölkerung auch zu gewinnen, indem sie eben Dienstleistungen angeboten haben. Das war der Unterschied zu den Barzani-Kurden, die waren dort auch, aber die haben Büros eröffnet, haben Fahnen vor sich hingestellt und gedacht, jetzt kommen die Leute. Aber sie konnten nichts anbieten, weder eine alternative Justiz, noch Lebensmittelverteilung, noch bewaffneten Schutz. Und so konnten dann, und dann kamen auch noch mehrere tausend, selbst syrisch-kurdischstämmige PKK-Kämpferinnen und Kämpfer, die bisher im Nordirak waren oder in der Türkei, sind sozusagen gekommen, um den wirklichen Kader der YPG und YPG zu liefern. Aber das waren ja auch ideologisch sehr geschulte Leute, Leute, die eben auch die, ich sag mal, seit 15 Jahren von der PKK vertretene
neue Linie, die vor allem eben Frauenbefreiung ganz vorne ansetzt, die eben nicht für Nationalstaat, sondern eben für Selbstorganisierung in Räten und so steht, die das also auch verinnerlicht hatten. Und das war eben erstmal so der Beginn auch. Und als dann 2012 eben tatsächlich diese Räte dann eigentlich die Kontrolle über Rojava übernahmen, muss man sagen, waren die Anhänger dieser gesellschaftlichen Vorstellung erstmal natürlich vor allem die Kurden. Die anderen Bevölkerungsgruppen, die Araber, die Christen, konnten da erstmal nicht so viel anfangen. Die Christen haben recht schnell sich dann aber auch eingefügt, gesagt, sie machen mit, weil sie gesehen haben, dass ihre besonderen Sicherheitsinteressen dadurch befriedigt werden, weil es eben auch gleich hieß, ihr könnt in den Stadtvierteln, wo eure Kirchen sind, so eine eigene, ja, eine christliche Polizeimiliz auch haben zum Schutz. Oder Aramäisch, das bisher, das war nicht wie Kurdisch halb illegal war, aber nur an christlichen Schulen gelehrt wurde. Aramäisch hieß es dann, wird jetzt einfach auch hier sozusagen die dritte Amtssprache werden, weil ihr seid hier eine große Bevölkerungsgruppe. Oder in den Gebieten, wo viele Assyrer, Aramäer lebten, wurden die auch quotiert in die Räte eben einbezogen. Und auch in die Ratspräsidentinnen oder Präsidenten wurden von dieser Gruppe dann gestellt. Und drum waren die Christen sehr schnell dabei. Lag auch daran, dass die eben selber in Parteien organisiert waren, die dann auch politisch leichter anzusprechen waren als die Araber. Nach und nach gelang es auch, Araber reinzuholen. Damit meine ich jetzt nicht die Stammesaraber, da war es eher so, die haben sich dann militärisch oft einfach an die Seite, wenn es nützlich war, an die Seite der Kurden gestellt, aber einzelne Araber sozusagen, die sich dann auch beteiligten oder die eben gerade auch in Städten, das war dann wichtig natürlich, ausgedehnt hat sich dieses Gebiet dann auch gerade über die rein kurdischen Gebiete hinaus eine Art revolutionären Volkskrieg gegen, ja, anfangs gegen Al-Qaida, später gegen den IS. Und es war eben auch so, dass also die Gebiete, die dann befreit wurden, waren oft Gebiete, in denen vorher oft eine arabische Mehrheit war, die am Anfang Al-Qaida oder den IS sogar unterstützt hat, weil sie gegen das Regime waren und erstmal dachten, das ist eine Alternative, aber dann recht schnell merkten, dass das natürlich absolut keine Alternative ist, sondern eine Terrorherrschaft. Und wenn dann die kurdischen Kräfte dort kamen, diese Orte zu befreien, gab das den Kurden auch natürlich eine gewisse Autorität, beziehungsweise kam dann auch die Frage, warum konntet ihr das eigentlich? Also die wurden dann von vielen Leuten auch nicht als Eroberer gesehen, sondern eben wirklich als Befreier, und es war dann auch ein Interesse dran an der Ideologie, die sie transportierten. Also gerade arabische Frauen, die also vorher hier wirklich absoluten Terror durch die Islamisten ausgesetzt waren, wenn die dann erlebten, dass hier junge Kämpferinnen sie befreiten, da war ein sehr großes Interesse an der Ideologie, und viele sind dann auch, ja, ich sag mal, eher abgehauen, weil die Eltern sie oft nicht freiwillig hinließen, um sich ihrerseits in YPG anzuschließen und dann da auch entsprechend geschult zu werden. Und gleichzeitig war es für so manchen halb islamistischen Macho, egal ob kurdisch oder arabisch, auch sehr lehrreich, plötzlich hier mit bewaffneten Frauen zu tun zu haben. Also durch diese, ja, ich sag mal, Propaganda der Tat und auch diesen direkten Akt der Befreiung konnte viel dann auch vorangetrieben werden mit dem Aufbau dieser Rätemodelle. Und es war dabei aber auch immer gleichzeitig, also es wurde vorgelebt eben diese Räte. Also es wurde niemand reingezwungen auch, aber es wurden diese Räte dann aufgebaut. Teilweise waren es am Anfang auch nur Minoritäten der Bevölkerung darin vertreten, aber immer das Angebot so, wir sind offen für alle. Also ich hatte selber Erfahrung auch gemacht in einer Stadt, Serikani, die war gerade ein paar Wochen vorher von einer Allianz aus Al-Qaida, IS und anderen Unsympathen befreit worden. Und wir fuhren dann mit der YPG da durch und ganz viele Leute grüßten uns am Straßenrand, so hier mit dem Victory-Zeichen. Und nur eine Familie schaute sehr, sehr mürrisch und böse, aber die YPGler grüßten diese Familie extra. Und ich habe gemeint, warum schauen die so böse? Da hieß es, naja, der Sohn von denen ist ein Al-Qaida-Kämpfer. Ich habe gemeint, was, und ihr lasst die hier stehen und ihr grüßt die? Und dann sagten die uns, ja, und wir haben sie eingeladen, sie sollen morgen zu unserer Ratsversammlung kommen. Wir haben ihnen gesagt, wenn ihr die Vorstellung eures Sohns teilt, aber jetzt selber nicht mit der Waffe kämpft, dann kommt in die Ratsversammlung, tragt eure Vorstellung dort vor, wir können dann drüber diskutieren.
Wir haben gesagt, wir haben hier keine Angst, dass die mit ihrer Idee, wie sie sich Schariat vorstellen, irgendeine Mehrheit finden. Also sollen sie diese Vorstellung demokratisch äußern und dann werden wir diskutieren. Und dann werden auch die anderen arabischen Familien und auch die anderen religiösen Familien mitdiskutieren. Und dann kann man demokratisch damit umgehen. Das ist besser, als wenn wir jetzt diese Familie einsperren und die sich im Knast weiter radikalisiert. Und so, also das ist dann auch diese Herangehensweise. Und ein ganz wichtiges Modellprojekt, wenn man so will, war die Stadt Manbij, eine Stadt mit arabischer Mehrheit, die, als die dann befreit wurde, dort hat es eben dann, das war auch eine etwas größere Stadt, als dort dann eben wirklich eine gemischte Verwaltung aufgebaut wurde, gemischt wirklich, weil man nach der ethnisch-religiösen Verteilung der Bevölkerung waren also alle in diesen Räten dort vertreten. Und diese Stadt, da droht Erdogan die ganze Zeit mit Angriffen, also die nervt ihn besonders, weil die wirklich außerhalb der rein kurdischen Gebiete liegt. Die liegt also direkt an der Grenze dort, also wo hier das blaue Gebiet oben beginnt. Da ist Manbij und da zog eben dieses neue System auch wirklich. Also die YPG haben sich dort zurückgezogen, sogar als Zugeständnis. Aber die Öcalan-Ideologie, muss man sozusagen, ist dort so tief verankert inzwischen, dass also große Teile der Bevölkerung wirklich dahinter stehen, auch von der arabischen Bevölkerung dort. Und die Türkei sagt immer, diese Stadt ist unter PKK-Kontrolle, die müssen dort weg. Aber du findest weder PKK noch YPG dort. Die ganzen Chefs vom Militärrat sind Araber. Aber es sind Araber, die sagen, sie finden Öcalans Ideen gut und setzen die jetzt um. Ja, und in Städten wie, sag ich mal, Raqqa oder so, ist es natürlich noch wesentlich schwerer, weil Raqqa war nicht vom IS besetzt. Raqqa war eine Stadt, in der der IS auch zum großen Teil mit entstanden ist. Also drum, die Leute fühlten sich dort nicht alle befreit. Und dazu kam noch, dass die Befreier, und zwar nicht die am Boden, die waren sehr vorsichtig, YPG und YPJ, die haben so viele Zivilisten wie möglich gerettet, immer wieder gewartet, hatten selber viele Verluste, weil sie immer wieder sozusagen den Rückzug von Zivilisten sichern mussten. Aber die Befreier aus der Luft, die USA, die haben überhaupt keine Rücksicht genommen. Die haben die Stadt niedergebombt, die haben Uranmunition eingesetzt und alles. Und das trug alles nicht dazu bei, dass die Bevölkerung in Raqqa jetzt sich zur Gänze auch befreit fühlte, sondern sehr viele davon sagten dann durchaus, oh, wir haben jetzt eine neue Besatzung durch Kurden und Kreuzritter. Und dort geht es natürlich viel langsamer voran. Auch dort werden Frauenkomitees und normale Räte geschaffen und der Wiederaufbau gemacht. Aber die IS-Ideologie ist immer noch ein Teil der Bevölkerung. Es kommt immer wieder zu Anschlägen. Es gibt noch unglaublich viele Schläferzellen des IS. Es ist eine Riesengefahr noch. Also fast jeden Tag hört man wieder von Anschlägen, von Minen, die gelegt wurden. Und solange da, sage ich mal, nicht auch noch eine wirtschaftliche Hilfe wirklich kommt, ist wirklich die Gefahr eines neuen IS noch da. Also das Pentagon sagt, wenn wir jetzt hier nicht zur Stabilisierung beitragen, also wir, Westen, wie auch immer, oder irgendwie das Ausland, die UNO, mit Finanzmitteln, mit Wiederaufbau, dann kann es tatsächlich sein, dass in 2 Jahren oder in schneller ein neuer IS wieder entsteht. Und zwar durch Unzufriedenheit der Menschen, durch materielle Mängel und Ähnliches. Also und drum nochmal die Frage, ist alles so super prima, wie es hier oft heißt? Nein, natürlich nicht. Wir müssen immer erstmal auch sehen, aus was für einer Situation kommt die Gesellschaft. Die Gesellschaft, es ist eine relativ feudale, wenig industrialisierte Region. Es ist ein Land ohne jede demokratische Tradition. Es ist ein Land, das 8 Jahre Krieg hinter sich hat. Und wenn was Neues aus sowas geboren wird, wird das noch ganz viele Züge des Alten auch tragen. Und nicht jeder ist dort ein Musterrevolutionär, nur weil er jetzt in die jeweiligen Einheiten eintritt. Für die kurdischen Kräfte, die haben ein sehr striktes System, ich sage mal Kritik und Selbstkritik, und das dürfen wir uns nicht vorstellen wie bei deutschen Maoistengruppen in den 70er Jahren, sondern doch solidarischer und konstruktiver. Aber viele andere, die jetzt erstmal für den Kampf gegen den IS gewonnen wurden, haben die Ideologie eigentlich noch gar nicht verinnerlicht, sondern sind eigentlich nur geprägt worden durch den Krieg. Also gerade junge Leute, stellt euch vor, wenn heute ein 20-Jähriger in einer dieser Milizen ist, der hat im Grunde genommen, seitdem er 12 Jahre alt ist, nur Krieg erlebt und davor Diktatur. Das wird also, da muss noch viel im Kopf geschehen, sozusagen, um die Leute auch hier wirklich zu gewinnen für diese neue System, die neue Ideologie und so. Und das Allerwichtigste ist eben Bildung.
drum. Es werden auf allen Ebenen da auch Akademien geschaffen. Frauenakademien, normale Akademien, Akademien für die militärischen Einheiten, alles, wo eben wirklich ja, diese neuen Ideen vermittelt werden, wo aber auch die Leute ja ihre eigene Geschichte erstmal auch aufarbeiten. Und zwar eben nicht Akademien, wo sozusagen positivistische Wissenschaft verbreitet wird, wie hier bei uns, die letztendlich natürlich auch eine Form von ja, Herrschaftswissen zur Absicherung von Patriarchat und Kapitalismus oft ist, sondern es wird, ja, es wird zum Beispiel viel diese Genealogie, die Wissenschaft der Frau, könnte man es übersetzen. Also auch eine der PKK-Ideen, das wird eben auch vermittelt, um ja, hier so Empowerment für Frauen auch zu betreiben, damit sich Frauen ihrer eigenen Rolle in der Geschichte bewusst werden und damit dann auch die nötige Kraft, Legitimation haben, um auch eben hier beim Aufbau einer neuen, einer auch geschlechterbefreiten demokratischen Gesellschaft auch führende Rollen einzunehmen. Und so, aber da, diese Schulungsarbeit ist absolut wichtig. Und auf der anderen Seite, unter den 11.000, die im Kampf gegen den IS oder später auch die Türkei gestorben sind, waren natürlich sehr, sehr viele der bewusstesten Kader und Kaderinnen eigentlich gewesen, die jetzt wiederum fehlen. Also drum ist natürlich auch immer die Gefahr da, dass es auch wieder Rückschritte gibt, weil die jetzt nachrücken, oft einfach noch nicht wirklich das nötige Bewusstsein haben. So, Infrastruktur, also wie es jetzt da mit Bussen in dem roten Gebiet ausschaut, weiß ich nicht, aber weite Teile sind noch kriegszerstört und so und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort schon wieder ein funktionierendes Buswesen insgesamt gibt, obwohl sicherlich mit Volldruck dran gearbeitet wird, es herzustellen, aber dass man dann von dort dann einfach auch zu Städten im gelben Gebiet fahren kann, das mit Sicherheit noch nicht. Also da gibt es noch keinen gemeinsamen Fahrplan. EU-Mittel oder sonstiges zum Wiederaufbau. Also nach Nordsyrien ist so gut wie nichts reingeflossen. Also es wurde eben immer eigentlich nur in diese sogenannten Oppositionsgebiete gesteckt, also sowas wie Idlib oder andere Gebiete, die inzwischen vollständig wieder unter Regimekontrolle geraten sind. Also da läuft so gut wie nichts. Es gibt immer wieder kleinere Projekte mal zu Minenräumen. Also auch Deutschland hat, glaube ich, mal 20.000 Euro gezahlt, um in Raqqa Sprengmittel zu entschärfen. Also ich sag mal so, ich denke eher, man hat hier BND-Agenten mit einer Legende ausstatten müssen und hat die dann halt da irgendwie als Minenräumer dann hingeschickt. Es wird wohl eher sowas gewesen sein, aber gut, auch 20.000 Euro sind besser als gar nichts. Die EU tut momentan überhaupt nichts dafür, um ihre Staatsbürger, ihre terroristischen Staatsbürger aus den Gefangenenlagern dort zu holen. Sie tut auch nichts dafür, um deren unschuldige Kinder oder verblendete Frauen dort rauszuholen. Einzige, was es bisher gab, Frankreich hat 5 Waisenkinder aus einem dieser Camps geholt. Aber sonst weder werden momentan dort Gelder reingesteckt, außer von ein paar NGOs, die zum Teil dann vielleicht auch über Staatsgelder verfügen. Aber es wird auch nicht wirklich was getan, um hier den Kurden Geld zu geben für die Bewachung, für die Versorgung dieser ganzen Gefangenen. Hier wird wirklich allgemein auf Zeit gespielt. Und interessant ist ja, also ich meine, eigentlich wäre es, also gerade für Deutschland ist das eine überschaubare Zahl von Leuten, die man hier holen kann. Also ich sag mal, es ist irgendwas um die 100 rum, darunter vielleicht 20 Kämpfer, vielleicht noch 20 weitere Frauen, die nicht ungefährlich sind, der Rest sind Kinder. Und so, also das Sicherheitsargument, das Seehofer immer bringt, klar, man muss es ernst nehmen, aber wir können also unsere Terroristen nicht anderen zumuten. Umgekehrt zwingt die Bundesregierung ja auch Staaten wie Tunesien, sogenannte Gefährder aus Deutschland zurückzunehmen, aber hier im umgekehrten Fall macht man sowas nicht. Also nee, das ist wirklich eine ganz beschämende Sache. Und gut, die Alternative wäre natürlich wirklich ein internationales Tribunal. Die Kurden fordern das auch, weil sie natürlich dann hoffen, wenn so ein Tribunal dort ist, ist das auch gleichzeitig Schutz vor dem türkischen Angriff und eine gewisse Form völkerrechtlicher Anerkennung. Aber genau deswegen ist es sehr schwer, so ein Tribunal durchzubringen. Müsste durch den UN-Sicherheitsrat laufen. Russland wird sein Veto einlegen, solange noch amerikanische Truppen in Syrien sind. Man könnte so ein Tribunal vielleicht im Irak errichten, das wäre eine Möglichkeit. Es würde immer noch nicht das Problem lösen, was macht man da mit den ganzen Kämpfern? Auch wenn sie dann verurteilt sind, sperrt man sie dort ein oder kommen sie dann hier in die jeweiligen Länder?
Und noch dazu, was macht man mit den Leuten, die man nicht verurteilen kann? Also viele von den Frauen, klar, man könnte sagen, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach diesen Paragraphen, die eigentlich, sage ich mal, hier von fortschrittlichen Juristen auch abgelehnt werden, also wie 129a und b. Aber sonst ist es oft schwer, sogar zu sagen, was war die strafbare Handlung. Aber ja gut, man kann so sagen, diese IS-Frauen haben oft das gemacht, was Beate Zschäpe in der NSU gemacht hat. Und auf dieser Grundlage wäre vermutlich eine Verurteilung möglich, wenn der Wille da ist. Aber eine Garantie gibt es nicht. Und dann, ja, aber auch wenn alle diese Leute wirklich sogenannte Gefährder wären, entbindet das die deutsche Regierung und Justiz und auch die anderen EU-Regierungen selbstverständlich nicht, hier nach einer Lösung zu suchen. Weil man kann es nicht einfach jetzt hier, ich sage mal, dieser jungen Demokratie, die in Rojava, die gerade erst ein eigenes Justizsystem aufbaut, die gestern gerade erst so eine Art Revolutionstribunal auch gebildet haben, um überhaupt mit den IS-Lern umzugehen, mit den Syrischen. Also die fangen an, syrische IS-Ler schon zu Strafen zu verurteilen. Oder zum Teil auch freizusprechen. Aber man kann denen jetzt nicht zumuten, hier mit zehntausenden ausländischen, islamistischen Kreuzrittern, so will ich es jetzt mal sagen, umzugehen. Gut, dann, wie kam es dazu, ja, dass, wie es mal mit irgendeinem Artikel dann hieß, den ich mal gelesen habe, dass aus einer stalinistischen Dampfwalze ein libertärer Schmetterling wurde, so stand es mal irgendwie in einer trotzkistischen Zeitung über die PKK. Ja, ich denke, also wir haben in unserem Buch hier, Die Linke in der Türkei Kurdistan, auch ein ganzes Kapitel von Joost Jongerden, einem holländischen Wissenschaftler. Und der stellt dazu eben die These auf, der sagt, die PKK ist eine Bewegung, die eigentlich seit ihrer Entstehung es immer wieder geschafft hat, aus Niederlagen zu lernen und sich auch neu zu erfinden. Also die Entstehung der PKK in den 70er Jahren war eigentlich eine Folge aus der Niederlage einerseits der radikalen türkischen Linken, die sozusagen im Militärputsch 71 zerschlagen wurden und die kurdische Frage immer ignorierten, und aus der Niederlage vom alten Barzani, Mullah Mustafa Barzani, der sich eben zu sehr auf die USA verlassen hatte und dann im Irak fallen gelassen wurde. Und so entstand die PKK, und sie hat dann immer wieder in ihrer Geschichte, als es dann in den 90er Jahren, als sie da in der Klemme war, im Grunde genommen nicht mehr weiter sich ausbreiten konnte und so, da kam dann auch die Frauenbefreiungsideologie zum Beispiel auf. Natürlich auch erstmal vor dem Hintergrund, wie können wir unsere Basis ausweiten und so, und da hieß es dann, naja, wenn die Hälfte der Bevölkerung jetzt hier erstmal gar nicht in den Kampf einbezogen wird, ja nicht einmal das Haus verlassen darf und gleichzeitig der kurdische Mann lieber seine Frau zu Hause schlägt als den türkischen Soldaten vor am Haus, dann muss man auch hier doch mal was anlegen und eine Änderung vornehmen. Aber das war erstmal noch eine recht konventionell gedachte Herangehensweise, wie sie eigentlich alle Befreiungsbewegungen haben, die sagen, naja, wir müssen auch die Frauen für den Kampf gewinnen. Allerdings wurde es dann auch durch die Praxis ein Selbstläufer. Die Frauen, einmal sozusagen ermächtigt, waren dann auch nicht mehr bereit, diese Macht wieder aus ihren Händen zu geben. Und das war eben das, die PKK hat dann eben auch immer wieder analysiert, auch in anderen Ländern, warum sind Befreiungsbewegungen gescheitert oder wurden zu korrupten bürokratischen Regimen, wenn sie gewonnen haben. Warum wurden Frauen, die in Befreiungsbewegungen gekämpft haben, nach dem Sieg dieser Bewegung dann plötzlich wieder an den Herd zurückgeschickt? Und warum ließen sie sich vor allem wieder an den Herd zurückschicken? Das ist ja auch die andere Frage. Das wurde ausgewertet. Oder es wurde ausgewertet, warum ist der Realsozialismus untergegangen und was ging dort schief? Und aus all dem wurde eben immer wieder dann auch gelernt. Und so dann auch Ende der 90er Jahre war die PKK militärisch an die Wand gedrückt. Als Öcalan verschleppt wurde, war eigentlich der Guerillakampf, der bis dahin nach so einem maoistischen Konzept langer dauernder Volkskrieg lief, schon gescheitert. Aber es war in der Zwischenzeit eine recht breite kurdische Zivilgesellschaft im Windschatten dieses Kampfes entstanden. Und daraus hat Öcalan dann auch so die Schlussfolgerung gezogen und gesagt, naja, dann, wenn wir es nicht schaffen, militärisch das Land zu befreien, aber gleichzeitig diese Zivilgesellschaft jetzt hier auf dem Vormarsch ist, vielleicht ist das ja die Strategie, aber die Guerilla geben wir nicht ganz auf, die soll sozusagen immer noch den Schutz der Zivilgesellschaft übernehmen, aber nicht mehr als offensive Guerilla, sondern als Verteidigungskraft und so. Und dann kamen neue Einflüsse natürlich, also nicht nur, dass Öcalan im Knast viel gelesen hat, sondern es gab Einflüsse von außen.
die zapatistische Erfahrung war ganz wichtig. Die Zapatistas in Chiapas, in Mexiko, die eben auch sagten, wir kämpfen nicht um die Staatsmacht, sondern wir kämpfen darum, im Grunde genommen hier unsere auf alten, ja, indigenen Kommunen beruhendes System auszuweiten und zu verstetigen. Solche Ideen wurden eben auch aufgegriffen, aber es war eben wirklich immer ein Lernen aus Niederlagen, aus eigenen Niederlagen und aus den Niederlagen anderer fortschrittlicher Kräfte rund um die Welt, die hier übernommen wurden. Und es war gleichzeitig so, tatsächlich die Rolle von Abdullah Öcalan darf man hier dann auch nicht unterschätzen. Dieses wirklich neue Konzept, ganz weg vom Nationalstaat, auch von der Idee jetzt einer klassischen Autonomie und so, das kam tatsächlich in der Situation, als die in der PKK größte Verwirrung herrschte nach dem letzten Golfkrieg. Als die damalige PKK-Führung um Öcalans Bruder, allein, dass der damals so ein PKK-Führer war, zeigte, dass da ja noch recht konservative Ideen herrschten. Nur weil er sein Bruder war, war dieser Typ, der ziemlich doof ist, auch also in dieser Position. Aber der hat versucht, die PKK als eine Fußtruppe der USA anzubieten. Als eine imperialistische Söldnertruppe wollte der das machen. Und gleichzeitig hat er alles dran gesetzt, die Frauenorganisationen aufzulösen. Und so. Es kam damals auch eine Spaltung dann, wo Öcalans Bruder raus ist mit 1000 weiteren. Das Erste, was übrigens die Führer dieser Spaltung machten, als sie dann weg waren, diese Mitte 50-jährigen Männer heirateten fast noch minderjährige Frauen dann. Also da zeigte sich sozusagen, der Angriff auf, ja, ich sag mal, die linke Ideologie der PKK war zugleich verbunden mit dem Angriff auf die Frauenbefreiungsideologie. Aber in dieser Situation der völligen Verwirrung der PKK, und das ging über seinen Bruder raus, da hat Öcalan dann eben dieses neue Konzept zur Diskussion gestellt, weil er halt auch, ich sagte so aus dem Knast raus, ich muss denen jetzt irgendwas geben, wie sie den Kampf weiterführen können. Der klassische Kampf um nationale Befreiung hat in vielen Ländern zur Sackgasse geführt und wird in Kurdistan erst recht zur Sackgasse führen. Und wenn ich jetzt nicht eingreife mit einer neuen Idee, sozusagen mit was Neuem, dann wird diese Bewegung womöglich liquidiert. Dann wird die so wie die Barzani-Parteien auch. Und Öcalan hatte immer noch diese Autorität, dass die Leute auch anfingen, diese Ideen zu diskutieren. Das heißt nicht, dass sie gleich verstanden haben. Also ich war damals auch selber öfter in Kurdistan und die dachten erstmal, naja, wir benennen jetzt die Organisation um, wir benennen unser Ziel um, aber machen weiter wie bisher. Nur es kam auch zum Glück eine neue Generation, die das dann sehr ernsthaft aufgriff und gerade eben auch die Frauen, die eben hier am meisten zu gewinnen hatten davon, die eben nicht nur, ich sag mal, eine nationale Befreiung, das eigene Sprache und Kultur, sondern die Befreiung von patriarchalen Strukturen. Und welches Patriarchat sage, wir haben hier auch ein Patriarchat, aber Patriarchat im Mittleren Osten heißt, du bist gar nichts als Frau, du bist ein Ding kein Mensch. Also da war also, und die Frauen wussten genau, wenn sie jetzt eine Liquidation der PKK erlauben, dass die PKK nur noch eine Söldnertruppe der Imperialisten wird, dann werden alle Errungenschaften, die sie bisher hatten, weg sein. Und insofern spielte das eben auch bei der Durchsetzung des neuen Paradigmas, spielte die Frauenbewegung und die Jugendbewegung dann auch eine ganz entscheidende Rolle. Und einige der alten Kommandanten, die inzwischen voll dahinter stehen, die wurden sozusagen auch erstmal durch den Druck von unten durchaus überzeugt. Die Sache mit Rojava, dass dann dort diese Bewegung trotz dieser Vergangenheit so am Start war. Da muss man auch sagen, wir dürfen uns auch so ein Rätesystem, kennen wir in der Geschichte, kann auf zweierlei Weisen eigentlich entstehen. In der russischen Revolution oder in der deutschen Novemberrevolution haben sich Räte spontan gebildet. In einer Situation sozusagen des Zusammenbruchs, in einer Situation des Krieges, als der bestehende Staat nicht mehr seine Aufgaben nachkommen konnte. Und da war die Voraussetzung, ich sag mal, eine Großindustrie oft, wo die Arbeiter auf engem Raum zusammen waren, wo aus Streikkomitees dann Arbeiterräte entstehen konnten. Und das war was Spontanes und die politischen Parteien, die Bolschewiki und die Menschewiki oder hier die SPD und dann die KPD, die kamen dann eigentlich erst später in diese Räte rein und haben dann probiert, da Einfluss zu nehmen. In Ländern, in stärker agrarisch geprägten Ländern, auch dort überall, wo Maoisten zum Beispiel stark sind, ist es eher umgekehrt. Dort entstehen Räte eigentlich selten von selbst. Du hast vielleicht eine Dorfversammlung, aber dort sind es oft die politischen Organisationen, also die maoistischen Guerillas oder in dem Fall hier die PKK, die eben erst einmal die Bildung von Komitees anregen.
die erstmal die Struktur schaffen und dann probieren, die Bevölkerung da rein zu ziehen. Also das ist natürlich ein gewisser Widerspruch zu dem Ideal der Selbstorganisation von unten. Aber da ist dann eben auch immer die Frage sozusagen, ja, wie ernst meint es die jeweilige Gruppe? Bei Maoisten war es halt öfter auch so, dass dann diese Räte eine sehr aufgesetzte Sache waren, wissen wir aus der Erfahrung. Hier muss man sagen, in Rojava, die Räte allein, selbst dort, wo sie von selber entstanden, das funktioniert nicht. Was man braucht, ist die starke Kaderstruktur auch. Und zwar nicht eine manipulierende Kaderstruktur, ganz auszuschließen ist es nicht, dass sie das auch manchmal machen natürlich, sondern eine Struktur von Leuten, die wissen, wo es hingehen soll, die Ideen dann da reintragen. So, und das, also das schildern alle Genossinnen und Genossen, die länger vor Ort auch waren. Die sagen also auch wirklich, das ist hier auch eben nicht der völlig freie Anarchismus. Diese Räte sind nicht so wie das Kreuzberger Autonomenplenum, sondern es geht nichts ohne die Kaderpartei, die eben da auch drin mitwirkt, aber eben nicht als jetzt eine bürokratisch führende Kraft, sondern als eine Kraft, die eben weiß, wo sie hin will und eben schaut, dass dieser Kader auch ständig ausgeweitet wird, dass eben neue Leute, vor allem eben Frauen, Vertreter der nationalen Minderheiten und so auch geschult werden, auch diese Ideologie dann mittragen. Und ich meine, es gibt heute immer wieder auch von verschiedenen Seiten Vorwürfe, dass die Kurden dort ihrerseits auch autoritär vorgehen würden. Ich will es gar nicht ausschließen, dass das auch immer wieder mal passiert. Also es ist eine Kriegssituation. Es gibt dort natürlich, aber es gibt echte konterrevolutionäre Kräfte. Es gibt Kräfte, die mit dem IS zusammenarbeiten. Es gibt türkische Agenten. Es gibt die Stämme, die ihre eigene Agenda haben. Also das ist eine Situation, wo auch nicht alles nur mit wir diskutieren das bis zum Letzten aus machbar ist. Und es gibt natürlich auch in der JPG oder SDF oder so immer noch Leute, die sich daneben benehmen, die autoritär handeln, wo eigentlich Überzeugung angebracht ist, die vielleicht dann, wenn sie hier kriminell handeln, dann auch vor Gericht gestellt werden, aber erstmal natürlich trotzdem kriminell handeln können. Also drum, es gab immer wieder auch mal einzelne Zwischenfälle. Das ist in jeder Revolution natürlich so. Wichtig ist, wenn ein generelles Bewusstsein erstmal da ist bei der revolutionären Organisation, dass Missbrauch möglich ist und bekämpft werden muss. Und das ist eben durch die Ideologie. Also ich meine, Öcalans Buch heißt nicht umsonst, also sein eines Buch auf Deutsch, Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Also dass eben auch ganz viel überhaupt in Frage gestellt wird, der Militarismus als Selbstläufer. Also in anderen Befreiungsbewegungen haben wir erlebt, also die Verherrlichung, die dann um die Waffen stattfindet. Und wenn dann eine Befreiungsbewegung danach die herrschende Kraft geworden ist, wird sozusagen der Geist der Guerilla, der Geist des Militarismus auf das neue politische System übertragen. Und das wird eben in der PKK und dann auch Rojava-Ideologie ganz stark hinterfragt, in Frage gestellt, bekämpft eigentlich so diese militaristische, diese machistische Denkweise. Und ich sag mal so, wenn wir uns Graffitis von Befreiungsbewegungen rund um die Welt ausschauen, oft ist da eine Kalaschnikow oder so ein Symbol. Viele haben das ja wirklich, die RAF hat das ja direkt in ihrem Stern drin gehabt. Und dann in Nordkurdistan jetzt, also in der Türkei, war ich noch 2015, als dort über die Barrikaden gebaut wurden, in diesen Stadtvierteln, die auch selbst verwaltet waren. Und die Graffitis, die dort an die Wand malten, ja, da waren dann keine Kalaschnikows, sondern die bauten Barrikaden und malten darüber Graffitis von Friedenstauben. Also ich denke, das zeigt einfach einiges, wo man hin will und so. Und Leyla Zana, also eine wichtige kurdische Politikerin in der Türkei, hat mal gesagt, wir lieben nicht die Gewehre, wir lieben die Freiheit. Also es geht eben wirklich darum, auch all das zu hinterfragen, was der Kampf, der Militarismus, der unweigerlich in einem Befreiungskampf da ist, auch mit dir macht, auch psychisch mit dir macht. Und hier ist zum Glück in Teilen der Bewegung mindestens das Bewusstsein für diese Gefahren da. Ob es immer adäquat bekämpft werden kann, ist natürlich eine andere Sache, weil dort ist noch in weiten Teilen Krieg. Aber auch hier lernt die Bewegung aus den schlechten Erfahrungen, die in viele andere Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, in Asien oder anderswo in dieser Hinsicht gemacht haben. Ich denke, wir beenden es dann für heute. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ich danke vor allem dir, dass du uns hier so viel sozusagen Hintergründe geliefert hast.
Gehen wir noch einen trinken oder wie sieht es aus? Ja. Also wenn, falls auch noch jemand sich anschließen will in die Kneipe, dann könnt ihr mitkommen. Also wir gehen noch irgendwo hier was trinken. Also vielen Dank. Und wer noch Interesse am Buch hat, heute 15 Euro statt 20 Euro im Laden. Genau, hier. Also könnt ihr noch kaufen. Also ich habe mir es gekauft beim linken Literaturtagen. Und habe aber erst angefangen, also deswegen bin ich bei dem Kapitel noch nicht gewesen. Genau, das ist das vorletzte Kapitel. Ja. Aber es ist sehr, also wirklich sehr, sehr interessant, kann ich empfehlen.